Hallo, 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 hallo. Hi. So, ich muss erstmal kurz die Alerts nochmal. Obwohl, geht es noch? Lecker Babys. Ich upgrade sie mal. Ich erblicke sie. Hallo. Ich erblicke auch euch. Hallo. 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 Na ihr. Hallo, hallo, hallo. Ich kann jetzt bouncen. Ab dem heutigen Tage kann ich bouncen. Ich kann bouncen. I'm so bouncy. Scheiße, ich liebe das. Es tut mir leid. Ich liebe das viel zu sehr. Ja, und allgemein, ich bewege mich. Vielleicht adjuste ich das noch. Vielleicht ist es mir ein bisschen too much. Ich weiß es noch nicht. Aber man sieht einfach, wenn ich hier so... Also ich stream gerade... Au! Wow, hey! Ich stream gerade im Stehen, ja? Und man sieht einfach, wenn ich so mit den Knien runtergehe. Ich liebe das! Ah! Exi, ja, danke für 5 Subs. Gibt's. Warum? Oh, Nimaro, danke auch dir für 5 Subs. Dankeschön. 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 Das ist so cool. Das macht's irgendwie realer. Yes. Und ich habe auch das Gefühl, ich kann jetzt wirklich so dancen. So. Au. Könnt ihr mal. Au! Dankeschön für 25 Monate. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Kaito? Kaito-Senpai, danke für 5. Sorry. Why? Why? Warum? Dankeschön. What the fuck? Why? Oh, guck mal, das kann ich jetzt auch machen. Why? Actually, wie Kniebeugen, es ist ziemlich anstrengend. Ich war heute im Gym. Oh Gott. Eddie, danke für 26 Monate dazwischen. Vielen, vielen lieben Dank. Ja. Gibt doch heute gar keinen Subgoal. Doch, ich habe eigentlich eins gemacht. Nämlich das Wupp-Wupp-Party. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt schon so wobbeln kann, könnten wir zusammen eine kleine Party schmeißen dann. Aber ja. Actual Kniebeugen, oh Gott, oh Gott. Ja. Oh Mann, Horny Melanie. Aua. Wir haben ein ernstes Wörtchen zu bereden. Horny Melanie! 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 Ich krieg die ganze Zeit noch Subs in die Fresse. Melanie! Melanie! Why? Was soll das? Aua. Nego, danke schön. Ich leuchte, danke für die Subbies. Warum denn Hype Train auf Level 5? Wir haben erst angefangen zu streamen. Ich habe nichts gemacht. Why? Wow, 60 Monate. Alter Nego, mein Mod feiert 60 Monate Sub. Wow. Dankeschön. Oh Gott, oh Gott. Oh ja, ein Gespräch mit Ginger. Melanie? Du musst lernen aus deinen Fehlern. Und so funktioniert das nicht! Mein Freundchen! Dankeschön, Dankeschön auch für die Biddies. Migrator, Dankeschön für 9 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Anoras für 2 Jahre. Dankeschön, Dankeschön. Au! Wassergo, Dankeschön für 5 Monate. Für 5 Monate. Kaito, 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 Kaito. Danke auch dir für 10 Subs. Was ist denn los mit euch? Why? Warum? Dankeschön. Hä? Dankeschön. Was soll ich denn dazu sagen? Ich mache doch niemals Fehler. Ihr macht alle einen großen Fehler mit meinem Stream heute. Ihr
immensen, riesigen Fehler macht. Dir riesig. Don't do this. Oh Mann, Gehalt kam heute. Dann kauft euch eine Gummiente. Die macht auch so Geräusche wie ich. Und von der habt ihr was. Die könnt ihr mit ins Badezimmer nehmen. Wisst ihr was? Kauft euch lieber einen Schnitzel oder sowas. Das ist besser, glaube ich. Oh, Fehler sind zum Machen da. Ja, aber nicht bei mir. Oh. Gehen wir diese Route nicht weiter. Ja, ich habe auch gerade gemerkt, das nimmt kein gutes Ende. Ja. Geht mit dem Ginger-Kloteppich auch. Kloteppich mit in die Wanne nehmen? Das klingt keiner disgusting. Bitte, wenn es meinen Kloteppich gibt, bitte geht nicht damit baden, okay? Ich will Bilder sehen, wie ihr darauf steppt. Ich will Bilder sehen, wie andere darauf steppen. Ich will Bilder sehen, wie das an eurer Wand hängt. Ich will sehen, wie... Keine Ahnung. Wie ihr das als Tischdecke benutzt. Egal, aber nicht damit baden. Bitte. Das ist... Ja, ist kinda weird. Machen die doch eh. Aber ich will Bilder davon sehen. Hallo ihr alle, schön, dass ihr da seid. Danke für den Hype-Train. Mann, ey. Yatara! 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 Danke. Oh. Yatara, danke schön für deinen Sub. Willkommen bei den Ginger Ninjas. Und Flöbel! Flöbel, danke schön für 5 Monate. Oh. Ginger, schaue ich deinen Stream an, statt zu arbeiten? Ja. Ja, das tue ich. Hey! Aber wir machen wenigstens gleich Verlosung. Ah! Oh Gott. Bilder gibt es nicht. Warum? Bilder. Bilder von Spider-Man. Ich leuchte immer noch. Schwierig. Bedauerlich. 91 Abos? Was? Und 4500. Dankeschön. Da, au. Aikalena, dankeschön für deinen Sub. Willkommen bei den Ginger Ninjas. Was wird verlost? Wir kommen gleich dazu. Ich habe das extra richtig schön aufbereitet heute. Hause Pusse. Dankeschön für 3 Monate. Hallo. Huhu, Ginger, auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Oh, oh Gott. Oh, Wassago, danke für 5 Monate. Oh, 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 oh. Cupra Driver. Ich glaube, ich habe das schon mal falsch ausgesprochen, oder? Dankeschön. Was macht ihr denn jetzt? Hey! Hey, dankeschön, Cupra Driver. Danke für 10 Zapdafts. Ah, don't do this! Ich wollte heute doch nur ein bisschen. Ich wollte heute mit euch actually. Aua. Actually wollte ich heute mit euch cozy. Cozy Minecraft machen. Aber davor noch die Verlosung. Und jetzt das! Was macht ihr hier? Was soll das? Cozy! Nein, eigentlich wollte ich gar nicht das Cozy nennen, aber Lini hat es Cozy genannt. Ha! Bin fein raus aus der Sache. Lini hat es so genannt. Hab gesehen, oh, Lini nennt es Cozy. Aha, dann bin ich ja fein raus. Was ist Cozy? Chill oder entspannt. Also entspannt, entspannt, entspannt. Dachte ich so. Aber wir gucken mal. Wahrscheinlich werde ich heute nur bobbeln. Ah, genau. Ich, ja. Hatte eigentlich Bock auf The Forest. Keiner, ja. Ich werde euch gleich auch mal bestimmt meinen Streamplan zeigen. Aber ihr überfordert mich gerade. Smaragd Nini, danke auch dir für 5 Subbies. Leute, aua. Dankeschön für die ganzen Subbies. Ich leuchte immer noch bunt. Ich muss gleich erstmal neu starten. Ne? Hier, das, mein Bunt. Ich muss mich entbuntisieren, so. Hm. Als ob bei deinem Streams mal irgendwas cozy oder comfy wäre. Ey, der letzte Stream war cozy, oder? War jemand dabei bei meinem Frühstückstream? Ich fand den cozy. Zero Gaming, dankeschön für 11 Monate, dankeschön. Ey, ich fand dich richtig. Fand ich richtig cozy eigentlich. Nö. Du warst nicht bei meinem Stream oder er war nicht cozy? Nicht bei meinem Stream sein? Okay, okay. Kann man machen. Aber cozy war's. Ich musste da arbeiten. Oh, was? Müssen so viele am Sonntag früh arbeiten? Also, klar, gibt es, I know. Aber, oh no. Frühstückstream war super nice, das freut mich. Gibt es diese Woche auch wieder? Warte, ich zeige euch gleich den Streamplan. Mm. Wir haben im Frühstückstream Gacha einen Comfy-Stream gezogen. Yeah, look at that, guck mal. Mm.
Cozy Dark Souls. Ja, gestern war richtig cozy mit Dark Souls bei Finn, falls jemand bei euch bei Finn's Day war. Er hat einfach gestern Ornstein und Smaug gemacht und ich bin so proud of ihn. Wir haben bestimmt gestern noch so eine halbe Stunde nach dem Stream geschrieben und die ganze Zeit so, oh, du hast das so gut gemacht. Und er so, hä, aber du bist so eine tolle Lehrerin. Ich so, nein, du hast das echt gut gemacht, du bist wirklich gut. Und das, wie du durchgehalten hast, ich bin so stolz auf dich. Und er so, nein, ich bin stolz auf dich, du bist so toll. Und da haben wir uns einfach nur so, ja, die ganze Zeit hin und her geschrieben. Ja. Wir machen auf jeden Fall weiter bei Finn mit dem Dark Souls Coaching. Macht Spaß. Ah, ich muss klug werden. Why? Warum geht es eigentlich nicht? Hä? Über 60 Tries hat Finn gebraucht, aber noch im selben Stream hat er es fertig gekriegt. Das war zumindest ganz gut. Why? War da nicht die Brille? Warum funktioniert die jetzt nicht? Do I have to understand? Wisst ihr was? Mir müsste aber die Brille jetzt nicht refunden. Ich muss eh das Programm neu starten. Moment, ich bin mal kurz weg. Ich muss kurz mal mich entbuntisieren. Wow! Oh shit, das hat nicht ganz geklappt. Wow! Das ist so toll. Hä? Was, Paul? Warum? Kommt da noch Text-to-Speech? Hallo? Hatte ich mal Text-to-Speech? Gab's da nicht? Hallo? Monies. Irgendwie höre ich keins. Hä? Habe ich da wieder irgendwo einen Text-to-Speech vergessen? Oh. Ah! Oh Gott, oh Gott. Marcel, hey! No, Marcel! Ich bin noch gerade erst wieder gerejoined hier. Oh, ich sehe. Ich richtig aus, muss mich glaube ich nur kalibrieren. I'm sorry, oder? Obwohl? Nee, sieht okay aus. Okay. Ich sehe dich schon am Tisch stoßen, wenn du nochmal so runter gehst. Kann passieren, ist aber okay. Was? Geschafft? Hey! Warum? Warte mal ganz kurz, ich muss hier mal kurz. Bap. Warte mal. Ich kann ja einfach so meine... Ach so, kann ich nicht. So, ein Signal. So. Brille! Brille is now here. Kaito Senpai, danke für dein Subgift und... Mann, Alex, was soll das denn? Alex, hey! Was ist denn? Ich habe das Gefühl, wir bei Leitmotiv schieben uns eh das Geld nur hin und her die ganze Zeit. Ah, aber ist okay. Ist in Ordnung. Dankeschön. Für 100 Zappies. In 18 Minuten? Why are you like this? Was soll das? Passt auf euer Geld auf. Kauft euch einen Schnitzel. Oder eine Gummiente, wie gesagt. Aber das vertiefen wir nicht weiter. ja. Ist der Text-to-Speech für Alerts außerhalb der Special Alerts jemals aktiviert gewesen? Ja. I guess. Ab einer bestimmten Höhe, though. Auf jeden Fall, ich lese die Nachricht vor von Paul. Sorry, ich war gerade abgelenkt. War nicht was. Tut mir leid, wollte ich sagen. Paul, danke für deine 24,44 Euro. Musste einfach mal aufrunden. By the way, meine Krankheit hat sich nun so weit ausgebreitet, dass ich seit gestern 19 Uhr komplett stumm bin. Außer Husten kommt kein Laut mehr raus. Oh no! Oh nein! Alter, Paul, zum Glück kannst du mit uns schreiben. Paul, gute Besserung. Bless you, my boy. Gute Besserung dir. Und, oh no, zumindest kannst du schreiben. Oh nein. Oh no. Gute Besserung dir. Ich glaube, ich muss wirklich mal kurz mein Tracking resetten. Ich gucke die ganze Zeit so ganz gruselig nach vorne. Moment. Wo gucke ich jetzt hin? Was ist das? Okay, warte. Jetzt bin ich good. Good to go. Ja, jetzt sieht es nicht mehr so gruselig aus. Das war irgendwie weird gerade. Cologne! Dankeschön, Cologne, für deinen Sub. Dankeschön. Und ja, willkommen bei den Ginger Ninjas. Dankeschön. Marcel, ne, danke für die 5 Subgifts. Was ist denn los, Mugi-san? Danke für 15 Monate. Ich komme gar nicht mit euch mit. Warum macht ihr das alles? Warum? Ah, was ist das heutige Abendmahl? Yes, Moment. Ich zeige euch mal erstmal meinen Streamplan, wenn es recht ist.
So, look at my stream plan is amazing. Lyria, danke schön für 2 Monate, danke schön. Mm. Also das ist mein Streamplan und ja, gestern war das Dark Souls Coaching bei Finn. Oh, Rare Rippchen! Wo kommt ihr denn? Wo kommen die ganzen neuen Subs her? Dankeschön, vielen, vielen lieben Dank. Auch dir willkommen bei den Ginger Ninjas. So, genau, das Dark Souls Coaching. Heute machen wir eine Verlosung. Und zwar werden heute besondere Sachen verlost. Nicht nur Kärtchen. Wir verlosen... Okay, die meisten wissen es ja schon, aber ich sag's mal nicht, weil ich habe Bilder. Bilder sagen mehr als 1000 Worte, okay? Wir verlosen besondere Sachen heute, ja? Ich verlose zwar auch 3 Postkarten, signierte, aber ich verlose mehr als das. Es gibt heute mehr. Es gibt heute mehr! Ja, und Donnerstag bin ich auf Krümelinos Channel wieder mit Sons of the Forest. Das haben wir letztes Mal hier auf meinem Channel gestreamt. Ich möchte das aber wieder weiterhin nur auf Toms Channel machen. Oh Gott, sorry. Am Freitag, falls ihr die Liebe kennt, sind wir bei der lieben Fideline. Bei Feline sind wir und bewerten eure Haustierbilder. Ich muss da wahrscheinlich noch einen Tweet machen. Ansonsten werden wir auf dem Discord jetzt bald einen Channel machen, wo ihr Bilder von euren Haustieren reinschicken könnt. Auf unserem öffentlichen Discord. Also, wenn ihr Bock habt, joint dem Discord. Könnt dann auf dem Haustier-Channel, der bald existiert, ich weiß nicht, ob er schon existiert, ehrlich gesagt, könnt ihr dort Bilder einsenden, die wir im Stream uns angucken. Und wir lassen dann quasi eure Haustiere gegeneinander antreten, indem Chat dann entscheiden darf, was das süßere Haustier ist. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ist auf jeden Fall eine nice Collab Freitag 13 Uhr bei Fedelines Kanal. Und Samstag spielen wir Dead Space, da schreie ich wieder. Und Sonntag machen wir wieder Cozy Minecraft. Und ach so, ja, heute machen wir auch Minecraft. Nach der Verlosung, ich habe richtig Bock auf Minecraft. Hätte eigentlich gerne auch Sons of the Forest gespielt oder Pokémon weitergemacht, aber ich habe die Minecraft-Sucht kickt. Ne? Als wir Sonntag gespielt haben, habe ich so gemerkt, damn, I need more Minecraft. Ich bin so süchtig, ich will das weiterspielen. Deswegen gibt's heute Minecraft. Also wie lange, weiß ich nicht, aber noch so ein bisschen nach der Verlosung. Dürfen es auch Haustiere von den Nachbarn oder der Familie sein? Frag bitte nach, ob die das okay finden, aber sonst, ja klar, kann ich auch schlecht überprüfen, ob das wirklich dein Haustier ist oder nicht. Muss das Tier ins Haus passen? Also dein Hauselefant ist schon was Besonderes, aber ist schwierig zu vergleichen so. Ne, Kaninchen, Hauselefant? Hm. Oh, Dr. Stevie Strange, dankeschön für 17 Monate. Vielen lieben Dank, dankeschön. Dankeschön. Hallo, Hawk. Hallo. Hallo, braucht ihr Danke für 10 Monate auf Tier 3. Was ist denn los? Ich komme mit euren ganzen Subs nicht hinterher. Dankeschön. 10 Monate sind 304 Tage. 304 Tage sind 7300 Stunden. So lange bin ich Sklave von Ginger. Und somit ein Hallo an alle Sahneschnitten. Hallo, Alubra, schön dich zu sehen. Hallihallöchen. Oh. Der Rüssel passt nicht ins Haus. Wow, that feeling, wenn dein Rüssel zu lang ist. We all know that feel. Oh nein, ey. Kaninchen gleich besser als Hauselefant. Easy, easy besser. Kaninchen einfach 100 pro geiler. Ah, okay. Ich fühle, ich bin momentan auch richtig am Minecraft-Suchten. Das macht einfach wieder richtig Bock. Ja, ich habe so Lust, unsere Base endlich auszubauen. Die anderen sind schon so weit auf dem Leitmotiv-Server. Aua! Ey, why the Bonk? War der Bonk wieder lautlos? Nein, ich muss nicht nochmal das Programm neu starten. Nee, war es nicht. Ich bin einfach laut, glaube ich. Also, ich rede, glaube ich, einfach sehr laut. Ich soll wiggeln! Und danach machen wir auch die Party und dann würde ich sagen, verlosen wir, okay? Are you ready? Warte, ich will erstmal wiggeln. Wie sieht denn das aus? Oh, ich habe meinen Schwanz gar nicht. Now it's tail time. Boah, ich muss eigentlich nur so machen, so ganz langsam. Wow. Wollt ihr mal sehen, wie das eigentlich insgesamt aussieht? Das sieht ja ein bisschen so aus, als würde ich schweben. Tue ich aber wirklich nicht. Look, hier ist my body. Und ich mache hier so. Das geht voll. Ich mache es wirklich auch in echt. Das geht tatsächlich voll in die Knien. Oh, 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 ah, oh, ja, und dann kann ich hier so... so den hier machen. Das ist ziemlich cool. Mm. Yes.
Wo kann man mich klauen? Ich werde hier nicht geklaut. Ich will nicht geklaut werden. No clawing. No clawing. Kannst du jetzt Kniebeugen on screen machen? Wenn ich aus dem Tracking-Bereich gehe, leider nicht mehr. Aber wenn er mich kriegt... Warte mal, ich kann es ja mal probieren. Ah, ich bin zu... Ah! Okay. Ich bin gerade eigentlich nur weiter weggegangen. Warte, so vielleicht. Von hier vielleicht. Verliert unten mein Tracking. Naja, fast, ne? Fast. Fast. Hat fast funktioniert. Kann ich Backflips? Nein. Nein. Wenn ich, also es sei denn, du möchtest, dass ich mir sämtliche Rippen breche, dann schon. Oh, wie der Schwanz wiggelt. Ja, look at my tail is amazing. Ich kann hüpfen, hüpfen. Sorry, ich bin so happy darüber, dass ich mich so viel jetzt bewegen kann. Ich weiß nicht, wann ich so happy war über mein Model und Stuff, als jetzt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Fühle mich sehr, sehr beweglich und so. I love it. Bin jetzt erstmal essen. Allen Teilnehmern bei der Verlosung, good luck. Alles gut, Kaito, mach das. Ah, mach das. Mm. Man kann auch mich nicht auf unbestimmte Zeit ausleihen. Hallo, Hawk, was soll das denn? Wird nachher ein Kloteppich verlost. Okay, nein, es wird kein Kloteppich verlost. Es ist noch nicht mal das Sample fertig. Ich bin da nicht so bewandert. Was ist denn da gut? Was ist denn da gut? Immer schön, wie viel Spaß man hier hat. Also ich habe definitiv Spaß. Das ist so insane, wie die Ohren wobbeln. Ich bin auf der einen Seite, finde ich es richtig. Was ist das Wort? Ridiculous ist das Wort. Wow, 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 wow. Auf der anderen Seite liebe ich es, oder? Scheiß Ohren. So, Disco-Panzer. Oh, Sly Ink, danke schön für 3 Monate. Also es gibt ja, ach, Disco-Panzer ist das Lied und LNS-Tag ist der Künstler. Seht ihr, da meine ich ja, da habe ich gar keine Ahnung. Okay, wenn ihr Disco-Panzer wollt, then we do it. Ich kenne halt nur dieses, ist das auch von dem? Ich kenne nur Bratwurst und ein kühles Bier gibt's in Deutschland um 3:30. Das hat, weiß ich, das, da habe ich voll oft einen Ohrwurm von, nur von dieser Zeile. Oh, das ist auch von dem, okay, das ist auch von dem, I thought so. Okay, Justin, die Gurke, danke schön für 6 Monate und Mr. Tom, danke für 2 Monate, danke schön. Und Stuan, danke für 9 Monate, vielen, vielen lieben Dank. Oh. Das Musikvideo von Coconuts ist interessant. Ja, darüber reden wir jetzt nicht. okay, dann hören wir Disco Panzer. Oh, GPS, danke schön für den Sub. Dankeschön. Disco Panzer. Ein Disco-Panzer mit 40.000 Kilowatt Basskanone, 24 Tonnen Panzerstahl rollen mitten durch die Umweltzone. In der rechten Hand ein Humpenbier, in der linken Hand ein Bajonett. Und passt der Panzerfahrer nicht auf, zermatscht er dich zu Zwiebelmett. Musik im Panzer, das ist gut. Bier im Panzer, wunderbar. 300 PS, das ist gut. Perfekt, ich spalte das, wunderbar. Musik im Panzer, das ist gut. Bier im Panzer, wunderbar. 300 PS, das ist gut. Disco-Panzer. Eigentlich bräuchten wir wieder bunt. I need more bunt. Mach ich mich wieder bunt? Disco Panzer. Das ist gut. Musik im Panzer, das ist gut. Bier im Panzer, wunderbar. 300 PS, das ist gut. Perfekte Spaltmaß, wunderbar. Musik im Panzer, das ist gut. Bier im Panzer, wunderbar. Wunderbar. Auf 100 Hertz zersplittert deine Fensterscheiben. Precision German Engineering. Der Panzer lässt die Party steigen. Aus Boxen spielt ein Meer aus Sound. Die Menge geht im Hart was runter. Der Disco-Panzer hört nicht auf. Die ganze Stadt wird zum Partybunker. Pam, 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 pam. Disco Panzer.
gerettet. Du, 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 Oh, jetzt ist mir schwindelig. Das ist so anstrengend. Ich habe gerade jemanden gehört, dass er sich fragt, wie man dazu dancen kann oder was weiß ich, oder wie man das hören kann. To be honest, ich hör das jetzt auch nicht unbedingt, aber ich bin sehr offen für jegliche Art von Musik und es hat einen coolen Beat und es geht ins Ohr, also reicht mir das eigentlich. Ich wollte gerade vorschlagen, ein Lied anzumachen, wozu ich gerade mal sehr krass rave. Oh mein Gott, kennt ihr I'm Your Treasure Box? Das wird mir gerade vorgeschlagen. Das meinte ich zwar jetzt nicht unbedingt, aber das höre ich auch manchmal im Gym zum Beispiel. Disco, Disco, Party, Party, nein. Oh no, Ginger. Hä, wieso denn nicht? Ist das Toss? Ist das Lied Toss? Doch, geht das überhaupt, dass das Toss ist? Treasure Box kenne ich. Ja, kennt ihr das? Kennt ihr das? Ansonsten hätte ich hier auch noch Pox in the Chat. Wir können auch Pox in the Chat machen als letztes Lied. Von Hololive, yes. Was ist Verlosung? Wir machen die Party zu Ende, dann gibt's die Verlosung. Ja, normalerweise machen wir immer so, weiß ich nicht, so eine Stunde oder so Just Chatting. Wir machen es heute ein bisschen früher, ein bisschen weniger. Und danach gibt's meistens die Verlosung. Wow, Treasure Box kenne ich. Wir machen jetzt Pox in the Chat. Ich finde, das ist auch einfach für die Stimmung nice. Guck mal. Wow! Pox in the chat, Leute! Pox in the chat. Pox in the chat, chat. Pox in the chat. Aua! Danke für den Sub! Wow, muss ich da schnell sein? Nicht so ganz, ob Treasure Box nicht doch besser gewesen wäre. Aber das versteht ja keiner. Es wäre ja japanisch gewesen.
zu spät. Ich bin so stolz auf euch. Ihr habt so gut Pox in den Chat geschickt. Ich bin sehr, sehr stolz. Aua! Hey! Warum? Hey! Dankeschön. Oh Gott, wann gibt's einen Just Dance-Stream? Nee. Ich mag Just Dance nicht. Also, dass es existiert, ist voll fein, aber nee. Okay, Leute. Das war mega geil. Dankeschön. Erstmal, ne? Chat, ich mach so lange mal kurz andere Musik noch an. Nebenbei. Chat. Danke für diesen krassen Support. Wir streamen gerade mal 40 Minuten. Dankeschön für die 100 Subbies. Über 110 Subbies. In so kurzer Zeit. Dankeschön. Ah, dankeschön. Wir machen jetzt gleich noch die Verlosung. Da habt ihr Chance, tolle, nice Dinge zu gewinnen. Und ja, ich freue mich. Dankeschön, Leute. Dankeschön. Ich wollte eigentlich heute nur so einen kleinen Stream machen. Ich bin übel am Schwitzen, Alter. Erzähl das jemandem. Ich habe jetzt gerade so abgeraved. Ich bin so am Schwitzen. Oh. Ah, guten Abend, Alexiano. Hallo. Genau, es wird gleich erklärt. Ihr seht, es gibt Bilder. Ja, meine Präsentation hat viele Bilder. Und deswegen ist sie gut. Also ein paar Bilder. Nicht viele Bilder, aber ein paar Bilder. Oh nein, bitte jetzt nicht mit... Ich will keine Hampelmänner machen. Was hätte ich nicht sagen dürfen, oder? Ist okay. Ist in Ordnung. Hast du deinen Speck gewiggelt? Mann, willst du Schläge? Hey! Majora, hier. okay, Leute, are you ready for Verlosung? Oh, bessere Frage, was mache ich für Musik an bei der Verlosung? Was mache ich für Musik an bei der Verlosung? Was mache ich für Musik an? Ich fand irgendeine Musik hiervon voll geil, von Needy Streamer Overdose. Ich will mal was anderes machen. Was ist die Glück? Wii Shop Musik? Habt ihr da Bock drauf? Wii Shop Musik für Verlosung? Wii Shop Musik? Wii Shop Theme. Das ist sogar copyright free. Hallo. Ich wollte eigentlich in diesem Bildschirm. Moment. Scurry wollte eine Umarmung, hey. Hallo. So, Minikraft. Oh, ich muss die Alerts. Alerts, are you fine? Chat, are you fine? Fast, I guess. Are you fine, Chat? So, jetzt ist es still. Holy shit. Ich würde wieder die Musik hier anmachen. Mochte die. Oh, die ist aber actually gar nicht so lang. Vielleicht hören wir die hier. Die loopt nicht so schnell. Wow! Guck mal, Leute, es funktioniert. Wir spielen jetzt Minecraft. Ich habe mir was zu essen geholt. Wie gesagt, mein Curry. Und... Oh. Hua. Ich finde das so toll, dass ich jetzt so bobbeln kann. Das ist so schön. So. Und die Flügel's aus. So. Ginger, du laggst? Aber ich sehe gar nicht, dass ich lagge. Bei OBS sieht's auch gut aus. Und eigentlich sagt Twitch mir auch, dass es gut ist. Aber es kann sein, dass Twitch gerade Probleme hat. Das weiß ich nicht. Eigentlich sieht es nicht so aus, als würde hier irgendwas laggen. Ach, der Minecraft-Start. Ja, Leute, wenn ich hier kurz mal das Programm... hier Minecraft, wenn ich das starte, dann legt das mal kurz alles lahm. Aber das ist jetzt ja nicht schlimm. Minecraft-Start ist immer... Da muss mal kurz mein PC ja mal durchatmen. Das ist zu viel. Sollte jetzt aber... Sollte so gehen. So, ich hab ja, soll ja noch mal 15 Minuten meine Öhrchen anmachen. Oh, habe ich keinen Shot, kein Dings dafür. Aber wisst ihr was? Dann mache ich das jetzt so. Dam dam da dam. Upp.
Los, Leute, ich habe richtig Bock. Oh nee, ich muss auf mehr Spieler. Ich habe richtig Bock auf Minecraft. Das ist richtig schlimm. Horny World. Wir ignorieren meine Horny World. Hey. Bei mir sieht nichts laggy aus. Okay, okay. Nur die üblichen Lags beim Minecraft starten. Okay, dann bin ich glücklich. So, Leute, das ist meine Minecraft-Welt im Leitmotiv-Server. Ist eigentlich jemand online? Kann ich das nicht irgendwo sehen? Gab es nicht irgendwo einen Knopf dafür? OT. Hallo. Hacklo. Hallo. Es wär schon lustig, wenn ich streamen würde, während jemand anderes auch... während jemand anderes auch hier gerade ist. Weil manchmal spielen wir auch offline, actually. Deswegen geht's dem Schinken noch gut. Oh, ja, ich will gucken, was mit meinem Schinken passiert ist. What has happened with my Schinken? Guck mal. Alles toll und alles voll mit Schinken. Ich freue mich. Lucifers Vater, danke schön für 20 Monate. Dankeschön. Bonk geht nicht. Was? Bonk geht nicht. Warum nicht? Also bei mir geht er. Hm. Ich habe mich jetzt gebonkt. Aua. Aua, das hat wehgetan. Aua. Au. No. Paul, warum denn dieser Bonk? Ach so, wegen Horny Welt. Hey. Hey. Auch ich darf mal horny sein. So, Leute, beim letzten Mal... Ach so, mein Ziel ist erstmal... Das hier ist meine Base. Das soll mein Berg sein. Mein Ziel ist es, das hier alles ein bisschen zu terraformen. Denn das Problem ist... In unserem Minecraft-Dorf, wo alle Leitmotiv-Member sind, wo unsere Familie ist, hier gibt es keine Berge und ich will unbedingt in einen Berg. Mr. Waschbär, danke für 6 Monate, dankeschön. Und dann dachte ich, ja, was mache ich denn? Ich nehme das, was annähernd ein bisschen erhöht ist und mache einfach die Landschaft platt drumherum, damit es so aussieht, als... würde ich in einem Berg wohnen. Ja, und deswegen mache ich jetzt hier das alles hier weg. Diesen ganzen Teil hier, den ich so abgekartet habe, den baue ich runter. Ich muss das hier dann auch später abschrägen, damit das hier nicht mehr so creepy aussieht. Werde ich auch noch machen. Und ja. Ja, das hier muss jetzt alles weg. Und die Sache ist, ich habe hier zwar meine Diamantspitzhacke, die ich Held der Spalten genannt habe. Beziehungsweise Nebu hat das getan, mein Mod. Aber die ist bald kaputt. Und jetzt habe ich deswegen im letzten Stream hier Smaragde gefarmt. Oh, ich bin davor, mein Kopf ist davor. Ich habe Smaragde gefarmt, as you can see. Und ja, wäre es nicht einfacher, einen Berg zu bauen? Nein! Aua! Oh! Chapfan, dankeschön für 6 Monate, dankeschön. Also ich werde wahrscheinlich... den Berg noch ein bisschen höher bauen, tatsächlich. But we'll see. Ein kleines bisschen vielleicht. Müssen wir noch gucken. Aber ich will auf jeden Fall, dass man von hier... dass das hier so ein richtiges Tal ist. Yes, yes. Und jetzt will ich erstmal meine Spitzhacke verzaubern, deswegen. Alter, was denn? Schöpfen, danke für 6 Monate. Dankeschön, 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 Dankeschön. Und The Devil King, Dankeschön für 25 Monate. Dankeschön. Dankeschön. Stein hast du inzwischen genug. Ich muss das mit Erde machen, nicht mit Stein. Sieht doch doof aus sonst. Aber wie mache ich denn das jetzt mit der Verzauberung eigentlich? Ich habe ja hier schon Effizienz drauf. Wie mache ich denn noch mehr Verzauberung drauf? Achso, brauche ich nicht erstmal Bücher überhaupt? Ich brauche erstmal Bücher, ne? Kann ich mir von irgendwem Bücher klauen oder muss ich jetzt selbst welche machen? Am PC funktioniert es, aber am Handy nicht. Den Sub teilen? Why? Och, Twitch, get your shit together. Ich weiß nicht, was heute los ist. Das tut mir leid. Guck mal, da ist Hausmann. Der guckt ganz fröhlich da oben. Seht ihr den? Das ist voll geil mit dem Schornstein. Ich liebe das. Das ist voll cool. Mm. Bücher und Amboss. Okay, muss ich jetzt erstmal gucken. Also kann addiert das sich das einfach? Oder ich habe immer Angst, dass der Zauber dann verschwindet. Ich habe da sehr lange gefarmt für den Effizienzzauber. Warum? Oh, im Jobcenter kann man die kaufen. What? Ehrlich?
Hm? Versauerung? Mit Büchern oder anderen Dia-Pickaxe, die du dann mit einem Amboss und anderen Versauerungen kombinierst. Ach so. Also ich kann das wirklich einfach kombinieren. Achso, der Unendlichkeit, die haben hier Stuff nur. Da steht ja hier Flamme. Nur am Amboss kombinieren, dann ist fein. Okay. Plünderung, krass. Lars, Dankeschön für 50 Monate. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Nee, hier ist aber nichts. Für Bücher. Also at least hier nicht. Ginger, ich glaube, Ginger mag mein Bild. Ja, das ist großartig, Lars. Dankeschön. Wenn du zwei Hacken mit unterschiedlichen Verzauberungen hast, kannst du sie miteinander kombinieren. Wow! Ich habe mich noch nie mit Verzauberungen in Minecraft befasst. Na doch, das sind alle Verzauberungen als Buch. Ich kann einen Bookshelf kaufen. Oh nee, ich crafte mir jetzt kurz ein Buch. Nee, aber da stand doch Smaragd und Buch ist verzaubertes Buch. Aber ich will ja kein verzaubertes... Also, ich will ein verzaubertes Buch, aber dafür... Er meinte ja, ich brauche erstmal überhaupt ein Buch. Normales. Ich will ein Buch. Ich hab kein Buch. Ist hier ein Buch? Oh, man hätte es ja versuchen können, ne? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ey, machst du den platt für mich? Ja, hau sie weg! Hau sie weg! Wie geil! Darunter war Smaragd wird zu Bookshelf. Kauf einen Bookshelf und bauen den dann ab. Lohnt. Ach so, aber ich dachte, das wäre Verschwendung. Ich dachte, das wäre total. Warte mal, ich laufe falsch, oder? Wo bin ich? Hä? Da hinten ist das. Nee, hier ist das. Ach so, jetzt. Sorry, kurz die Orientierung verloren. Normale Bücher sind nur Papier und Leder. Ja, aber ich habe weder Papier noch habe ich Leder. Es ist schwierig. Okay, dann kaufe ich mir ein Bookshelf. Bookshelf. Oh nein, die 9 Stück kosten die? Nein, 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 ich kaufe mir doch kein Bookshelf. Ah, oh, sorry fürs Hin- und Herrennen, aber das sehe ich nicht ein. Okay, dann gucke ich mal, ob ich nicht vielleicht doch Leder habe und dann crafte ich mir kurz Papier. Ich schicke Ginger gerade zwischen Kaufen und Craften hin und her. Nee, ja, ich weiß, ich bin auch selbst sehr unentschlossen. Es ist jetzt nicht nur der Chat, alles gut. Das sieht zu geizig. Wisst ihr, wie lange ich gearbeitet habe für diese 9 Smaragde? Das mache ich nicht. Guck mal, 1 Leder habe ich. Easy. Ich weiß nicht mehr, wo ich mein Zuckerrohr reingepackt habe. Ja, da ist ja nur Schinken drin, ne? Und hier nur Dings. Papa. Okay, warte, erstmal gehe ich schlafen. Moment. Dango, dango, dango. Wann besiegst du den Waden? Was ist ein Waden? Was ist Waden? Ich habe schöne Waden, weil ich ins Fitnessstudio gehe. What the fuck? Warum? Ballon. Mhm. Ach nee. Das ist ein neuer Boss. Oh, okay. Interessiert mich gerade nicht so. Ich will meine Base ausbauen. Manchmal, sorry, ich wollte nicht mit vollem Mund reden. Mann, ob Luni das jetzt mal wirklich gesehen hat langsam? Interessiert mich. Da. Hier wurde Zuckerrohr entwendet, oder? Hier ist keins mehr drin. Vielleicht hat Mona Zuckerrohr gebraucht und es dann geklaut. Hm.
arbeiten, Ginger? Hä, was soll das denn jetzt? Was? Reicht denn 9 Zuckerrohr überhaupt? Warte mal, kann ich aus Zuckerrohr überhaupt? Konnte man da nicht Papier draus machen? Ging das nochmal? Oh mein Gott. Papier! Ging das gar nicht ins Zuckerrohr? Bin ich jetzt dumm? War das nicht Zuckerrohr? Ach, nur in der Bench? Okay, brauche ich dann noch... Dann brauche ich aber wahrscheinlich viel mehr, oder? Ich muss ja vor allem auch gleich 2 machen. Ach, wisst ihr was? Dann hole ich mir ein bisschen Zuckerrohr auch in meine Base. Was isst du? Curry. Curry-Reis. Also, Reis mit Curry. Reis mit Curry. Da ist Hühnchen drin. Da sind, essen die nochmal? Zuckerbohnen sind da drin. Da sind Karotten drin und Brokkoli. Upp. Ginger macht hungrig. Hey, es wurde gefragt. I'm sorry. Hey, ja. So, aber das muss jetzt aber reichen. Das ist ja reichlich. Reichlich. Hallo, du Kuh. Oh, ob ich wohl ein paar töten kann für Leder? Ob das wohl drin wäre? Ist hier ein Teppich irgendwo drauf oder sind die wirklich nur so zur Zierde? Oh, hallo. Ist überhaupt eine Tür drin? Da knurrt mein Magen nur noch mehr. Ich glaube, Leute, entweder ihr esst jetzt noch was, je nachdem, wann ihr schlafen geht, oder ihr lasst es aber jetzt. Tut mir leid, ich bin halt noch am Fuhren. Hä? Hä? Ich dachte gerade, die eine Kuh ist heller, aber plötzlich ist sie wieder dunkler. Ist das ein Shader-Ding? Hat keiner gesehen. Psst. Psst, hat keiner gesehen. Ich brauche aber noch mehr, ne? Psst, hat keiner gesehen. Hat niemand gesehen, ne? Niemand. Was fressen die eigentlich? Weizen, ne? Dann sollte ich vielleicht nachzüchten. Oh Mann, ich bräuchte eigentlich Mona hier, um sie zu fragen, wo sie den ganzen Stuff hat. Hier ruht Polly, sie wollte mich nur beschützen. Was? Hier ruht Giesbär, der folgte mir in den tiefen Schnee. Und hier ruht Polly, sie folgte mir auch in den tiefen Schnee. No! Nein! Eine Schweigeminute für Polly, Polly und Giesbär. Ja, okay, reicht dann auch. Heute wie mit hörnerloser Comfy-Frisur? Was? Das sind Ohren. Ich wurde beschworen mit Ohren. Nicht Polly. Hat er nicht ein Feld irgendwo? Warum läufst du mir hinterher? Oder was ist los hier? Geh mal weg. Willst du noch ein paar bauen für die Küche? Und ein paar Tiere? Aber eine kurze Minute. Ja, muss reichen, ne? Man kann ja jetzt nicht... Wir können ja nicht den ganzen Stream verschwenden jetzt. Schlucken, Leute! 2 Stunden streamen wir schon! Schlucken! Schlucken, 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 schlucken! Ich werde irgendwie gerammelt! Was ist denn das? Wer hat mich denn gerammelt gerade? Ach, du warst das. Okay. Hallo! Hallo, mein Junge. Oh, hier sind viele Betten. Lass die mal da. Ich hoffe, ihr habt alle geschluckt. Ich schluck ja schon. Schlucken, 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 jetzt schluck doch, schluck doch. Ich will, dass du schluckst. Schlucken, 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 schlucken.
Nein, nein, alles gut. Gerammelt? Ja! Der hat mich voll berammelt. So eine Kacke. Ach, warum suche ich jetzt eigentlich nach Weizen? Ich hasse mich. Vielleicht ist in der Truhe da hinten welches. Welch Weizen? Ach, Mona wird schon wissen, wie man die wieder nachzüchtet. Sie hat bestimmt Stuff. Okay, hier ist kein Weizen drin. I mean, at least I tried. Oh, hi, zusammen. Da ich nicht schlafen kann, hoffe ich, dass ich beim Zuschauen einschlafen kann. Easy. Gerne, ich bin Abendprogramm. Ich hab Bock auf Minecraft. Ich hab Bock auf Minecraft. Ich hoffe, das reicht, was ich jetzt hier hab. I really do. Minecraft. So. Ich dachte gerade, ich hätte noch mehr Leder hier gehabt. Okay, ich brauche erstmal Papier. Ah, okay, so muss man das machen. Aber reicht nicht zwei Papier? Zwei Papier. Und jetzt war das nicht hier so? Okay, apparently nicht. Hä? Ist das neu? Jetzt sind die Ohren durch. Die Ohren habe ich jetzt auf 30 Minuten gepackt. Die gehen nach 30 Minuten wieder weg. Passt schon. Das war schon immer was? War das nicht vorher so? Also quasi, das ist das Buch, das das umschließt und hier ist das Papier drin. Ach, das war immer andersrum. Das geht auch immer noch. Oh. Ah, das geht auch immer noch. Okay, jetzt habe ich zwei Bücher, das reicht ja. Pog. Supi, dann... Oh, ich habe keinen Platz mehr für meinen Scheißstein. Ja, dann kann ich ja jetzt meine Verzauberung holen. Yes! Porks in the chat. Ach, das meinst du? Ich dachte, dass du drei Leder benutzt. Die Blätter kann ich beliebig anordnen. Ach so. Ich dachte mal, nee, das habe ich jetzt verwechselt, wie rum das war. Aber ich konnte mich erinnern, dass das halt so diese Viererform hatte. Gute Nacht, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch einen schönen Stream und wunderschöne Träume über Buds. Buds! Ah, oh, Loy Games, danke schön nochmal allem. Du weißt es hoffentlich für all deinen Support. Ich hoffe, du hattest eine wundervolle Zeit. Und, yes. Yes. Wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Oh, falsch rum. Schlaf gut! Du hast nur zwei Leder gebraucht, also umsonst so viele Kühe umgebracht. Psst. Da war eh viel zu wenig Platz. Ich habe nur was Gutes getan für die. Jetzt haben die wieder Platz mehr. Ja, ja. Dam, da, dam. So, Unendlichkeit will ich eigentlich gar nicht. Ich will. Oder ist Unendlichkeit besser als... als Haltbarkeit 3. Ist die dann wirklich unendlich? Was halt macht denn Unendlichkeit? Ach nee, Unendlichkeit war was für Bögen. Das hattet ihr mir schon mal gesagt, glaube ich. Sorry. Das war für Bögen. Mm. Hast du eine Brille auf? Du bist ja süß. Mm. Ja! Ja! Damit geht das, ja?
Es mussten wenige sterben für das Wohl vieler. Ja. Seht ihr? Ja, ja. Mhm. Reparatur und Haltbarkeit macht Sinn. Yes. Okay, dann nehme ich das. Haltbarkeit. Dankeschön. Und... war das hier unten oder oben? Reparatur. So, hier. Reicht auch gerade so. Verzaubertes Buch. Verzaubertes Buch. Es geht nicht beides. Aber das ist das, was ich gefragt hatte vorhin, ob das irgendwie geht. Und da hieß es doch, ich kann das miteinander kombinieren. Geht nicht beides? Doch, das geht. Ich bin irritiert. Auf jeden Fall hole ich mir das. Das ist wichtig. Dankeschön auch an dich. So, und dann kann mein... also ich ist doch... Reparatur ist jetzt wahrscheinlich erstmal wichtiger. Erfahrungskosten 5. Yes. Effizienz und Reparatur, ja! Ja, 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 ja! Ach, Unendlichkeit und Reparatur gehen nicht weiter, hä? Okay, ich erhalte gemischte Sachen, aber Reparatur finde ich gut, deswegen nehme ich das. Auf jeden Fall. Könnt ihr nochmal probieren? Hä, doch, das geht. Hä? Wer schreibt denn, das geht nicht beides? Was ist denn los mit euch? Wo geht die Musik bitte weiter? Hallo? Man, Leute, schreibt doch nicht falsche Sachen in den Chat. Was ist da los? Guck mal. Drei Sachen sind jetzt hier. Passt doch. Aber das gilt auch nur für einen Bogen. Sieht das aus wie ein Bogen? Doch, halt, der Spalten ist auch ein Bogen, wenn er sich anstrengt. Ah, okay. Ja, dann easy. Oh! Oh, das war's mit meinem Amboss. Upsi. So, ich habe keine Level mehr, ist aber egal. Das heißt, wenn ich das Ding jetzt benutze, repariert sich das von selbst? Repariert es sich mehr, als es sich kaputt macht? Das heißt, es hält unendlich im Endeffekt? Oder nur so ein bisschen, dass es sich so ein bisschen... Nur wenn du XP aufsammelst. Achso, ja, ja, sorry. Ja, das stimmt. Okay, ich bin sehr, sehr glücklich, though. Bin sehr, sehr glücklich. Das heißt, wir können jetzt gleich auf jeden Fall mit dem Berg weitermachen. Oder wir machen unser... ich glaube, wir müssen unser Lager machen. Das ist wichtiger. Ich überlege, hier oben ein Lager zu machen oder wait a second. Ich habe ja noch das Bild hier. Ha, damit wollte ich ja bauen eigentlich. Vielleicht kann ich das irgendwie mit dem Lager kombinieren. Ich muss erst mal gucken. Das ist cool. Ja, ich finde das auch so cool. Ja. Wenn ich den Stream so sehe, bekomme ich Bock auf Minecraft. Ich habe so Lust auf Minecraft, das ist richtig krass. Die beste Spitzhacke wäre Effizienz 5, Reparatur, Haltbarkeit 3 und Glück 3. Achso, das heißt, das nächste, auf das ich dann wahrscheinlich farme,
Oder Effizienz 5 habe ich doch. Habe ich Effizienz 5 oder 4? Ich weiß es gar nicht. Ich kann die römische Zahl nicht lesen. Oh. Nein, ich bin gerade am Essen. Hey. Hey, Dark Devil. Okay, dann habe ich 4. Effizienz 4. Dankeschön. Ey. Dankeschön für 5 wundervolle Sabis. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Great Gonzo. Hallo. Und Pyrotech möchte, dass ich schlucke. Okay, kann ich machen. Habe ich noch Tee zum Schlucken? Ein bisschen. Schlucken! Schlucken, schlucken, Leute! Wie wäre es an jeder Seite sowas? Und dann in der Mitte eines Berges ein Schloss oder ein Turm? Ich will kein Schloss und keinen Turm. Mm-mm. Die Sache ist, diese Konstruktion. Dafür ist mein Berg zu klein. Mein Berg ist schlichtweg zu klein. Für diese für das, was ich da in die Ecke gepackt habe. Das ist schwierig. Ich hack, glaube ich, erstmal die Bäume hier weg und dann gucke ich, was ich hier mache. Das nächste Terraforming ist dann Bergaufbauen. Ey, wir haben richtig viel Erde. Wir haben richtig viel Erde und Stein, also. Noch tiefer graben oder Berg höher bauen? Nee, ich würde wahrscheinlich den Berg noch höher bauen. Ich gucke erstmal, wenn die Bäume hier weg sind, wie ich mich entscheide. Etiremi, dankeschön für 2 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Schlucken, dann geht's auch mit dem Reden einfacher. Ich muss erst mal kauen, bevor ich hier schlucke. Wow, hab ich hier so viele Bäume gebaut? Oder war das dann noch Mona? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hole ich jetzt erstmal Holz. Ich habe sowieso nicht so viel Holz. Oh nein, das ist so ein Riesenbaum hier. Muss ihn ja nicht solide bauen, nur seine Blockwand drumherum. Was meinst du damit? Ich glaube, ich würde es direkt versuchen, schön zu machen. Das ist vielleicht auch nicht das Sinnvollste, aber... Ah! Goddamn. Noch tiefer bauen, dann würde ich doch schon sehen, wie Ginger in ihrer Leitmotiv-Ecke ein richtiges Valley hat. Nee, ich möchte nicht, dass es aussieht wie so ein Loch. Und dann Leute so... Wenn die Leutchens dann mich besuchen, dann gehen sie erstmal in so ein Loch rein. Ach, dass der Berg von innen hohl ist. Das ist ja voll die krasse Idee, dass die du da hast. Falex, auf die wäre ich legit nicht gekommen. Ich hätte jetzt angefangen, alles hier aufzufüllen. Das ist ja voll die kluge Idee. Falex, ich ernenne dich zum Mitarbeiter des Monats. Das hast du sehr gut kombiniert. Oh Gott. Ginger wohnt hier, der Zwerg unseres Dorfes. Ey! Ich bin groß und stark. Wait, der Monat geht nur noch 2 Stunden. Willst du jetzt auch noch Ansprüche stellen, dass du nur 2 Stunden Mitarbeiter des Monats sein darfst, oder wie? Was soll denn das jetzt? Hallo, sei mal nicht so undankbar. So. Oh no. So, meine Axt ist kaputt. Oh nein, jetzt regnet es auch noch. Gar keinen Bock auf Regen. Aber das ist ja wirklich richtig eine nice Idee. Ach, Valex, ey.
ich mach das jetzt. Ich mach wirklich dann so ein Erdding da drauf. Yes. Das mache ich. So, time for new Axt. New Axt. Für längeren Mitarbeiter des Monatstitel muss er wenigstens den Preis in Game of Life richtig vorhersagen. Ist das, War das nicht eher dieses Bestechungsding? Wie viel Schinken hast du? So viel. Deine ganze Stadt unten ist hohl, aber spawnen da nicht überall Zombies und so? Ein Monster? Wenn da alles hohl ist? Ich würde die Geräusche voll aufregen. What? Oha, lecker. Ja, das hat Mona mir geschenkt. Mona hat mich beschenkt. Quasi. Das ist voll entspannt. Ich kann mich nicht dran erinnern, hier so viele Bäume geflogen. Aber wahrscheinlich schon, ne? Bin einfach hier so lang gelaufen und habe einfach mal so Pflanzen gedrückt, hier alles Mögliche angepflanzt. Hey! Dark Devil! Hab gehört, du brauchst. Hab gehört, du brauchst Schinken. Nein! Ich hab genug Schinken. Fuck! Das ist ja schlimmer in Frostpunk mit der Kohle. Gar nicht gut, Leute. Nein! Dark Devil, dankeschön, though. Dankeschön für dein Schinken. Es ist wieder. Es ist nicht so weit. Stop it. Get some help. Oh, die Minecraft-Treffe ist in meinem Gesicht. Get some help. Ah, wo mache ich denn das Dings hin? Vielleicht hier hin? Oh. Oh. Hä, wo habe ich das jetzt hingemacht? Oh, ich weiß nicht mehr, wo ich meine Raff jetzt hingemacht habe. Die sind in irgendeinem Ordner verschwunden, wo ich sie gerade aus Versehen reingedroppt habe. Ah, hier! Hier ist meine Raff. Hey! Paul, nein! Stopp, 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 stopp! Hier ein bisschen mehr Schinken, damit du nicht vom Fly Schinkel fällst. Vom Schinkel? Was ist ein Schinkel? Nein, ich fall nicht vom Fleisch. Ich hab literally Reis hier. Guckt mal. Guckt mir in die Augen. Seht meinen vollgestopften Mund mit Reis. Ich bin wohl genährt. Chat, seht ihr Reis? Ich schmecke ihn. Das ist alles, was zählt. Mocke, viel Spaß bei Elden Ring. Dankeschön, dass du da warst. Was ist das denn? Der Block hat mich gerade richtig irritiert. Bist du noch da? Achso, der ist noch da. Okay. Mir schmeckt der Reis absolut geil. Hab sogar noch eine Portion für morgen. Oh, ich freue mich auch so auf morgen. Ich bin so happy. Morgen werden meine Nägel wieder schön gemacht.
weiß, das können, da können wahrscheinlich wieder, wahrscheinlich kann da nicht jeder relaten dazu, aber mich macht das extrem glücklich, wenn meine Nägel schön sind. Ich brauch, nein! Ich brauch kein Schicken mehr! Stop, 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 stop. Schinkenkohle-Eillieferung kommt sofort. Ich brauche weder Schinken noch Kohle. Mann! Warum? Was ist denn los? Dankeschön, Dommit. Hä? Was soll denn das? Ich soll gerade sitzen. Okay. Seems legit. Mach mal kurz. Alter, was passiert denn jetzt? So, oh. Mit Nägeln zerstört man für gewöhnlich keine Tastaturen. Hä, was? Ich mach mit den Nägeln die Tastatur kaputt? What? How do you do that? Was machst du mit deinen Nägeln in der Tastatur, bitte? Andere Frage, was hast du für eine Tastatur, dass die von den Nägeln kaputt geht? Gesundheit. Dankeschön. Ich habe zwar nicht genießt, aber Dankeschön. Ich freue mich, dass ihr so lieb seid. Dankeschön. So, ist jetzt eigentlich Nacht? Ich muss jetzt ja nur warten, bis der Scheiß hier despawnt, oder? Oh, da hinten ist ein Creeper. Die Erfahrung kann ich nutzen. Hier sind ganz viele Creeper und das hat mir... Oh, der Sub hat mich gerade mega erschrocken. Oh. Oh, danke schön. Sternstaub. Templar Helmsi. Dankeschön für 8 Monate. Dankeschön. Vielen lieben Dank für die Blumen. Vielen Dank. Du Wichser. Was soll denn das? Hallo, Alter, da ist der einfach in meiner Base drin. Mann, ich hasse es wegen Regen. Mag den nicht. Basti Gamer Live, danke für 7 Monate. Dankeschön. Jetzt ist hier Attacke auf eine Tür, oder wie? Also, die Türen sind legit, sind halt wirklich offen, aber ja. Sorry. Sorry fürs Schreien. Hey. Kannst du mal bitte nicht? Nein, ich habe die Erfahrung direkt aufgesammelt. Ach, das ist schwierig. Oh, hallo Milka, dankeschön. Dankeschön, 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 dankeschön. Für 34 Monate. Wie geht's, wie steht's? Alles Roger im Kambodscha. Alles Lot auf dem Boot, yes. Ich wurde gerade mit Schinken gequält und dann habe ich mich erschrocken wegen Minecraft-Monstern. Aber sonst... Ja. Also bei mir ist alles cool. Ja, ja, ja. Ich dachte, ich habe ein Chihuahua quietschen gehört. Hey! Was spielst du, wenn du mit Minecraft fertig bist? Ich werde heute nichts anderes als Minecraft mehr spielen. Also ich glaube, das ist ein bisschen problematisch, das hier so groß zu machen. Das ist ja, hier ist ja voll das Loch. Das wird schwierig, Leute. Also hier ist legit ein Loch. Man kann mit Minecraft fertig werden? Ja, das frage ich mich auch gerade. Wir werden dieses Spiel wahrscheinlich noch sehr, sehr lange so an sich spielen. Wenn man keine Bauprojekte mehr hat. Ja, wenn man keine Lust mehr hat, irgendwas zu bauen, das stimmt. Aber ich bin ja jetzt... Ich habe ja nicht mal eine Base. Ich habe nicht mal ein Lager. Ich will eigentlich ja ein Lager bauen. Aber dafür mache ich jetzt doch nochmal Terraforming. Es ist wunderschön. Es ist toll. So, hier sind noch Fackeln. Cool. Hier noch ein paar Fackeln. Hopp. 33 Fackeln ist jetzt nicht die Welt, aber vielleicht reicht es erstmal. Minecraft ist wirklich manchmal gruseliger als Dead Space. Also wirklich, also nicht gruseliger, aber es ist halt
Es erschreckt mich trotzdem manchmal richtig. Es ist echt krass. Mm. Aua, aua. Nein, hier geht's ja richtig rein. Ich habe gehofft, da geht's wieder raus, weil gerade eben hat's so geladen. Nein, ich habe die Erfahrung schon wieder so gekriegt. So eine Kacke. Das Spiel ist halt wirklich endless. Ich meine, wenn du denkst, du hast jetzt alles gebaut, könntest du auch einfach weitergehen, bis das Spiel neu generiert. Und halt in einer neuen Umgebung nochmal was Neues bauen. Wenn man halt keinen Spaß mehr hat, Dinge zu bauen, dann ist es natürlich schwierig. Dann ist man wirklich irgendwie fertig irgendwann, aber... Sakuta Lars Mai, Hallihallöchen. Hallo, hallo, hallo. Please. Oh, es hört hier auf. Die Höhle ist zu Ende hier. Okay, also vielleicht kann man sich hier noch irgendwie weitergraben, aber fürs Erste reicht das hier. Oh, ich hätte direkt Erde mitnehmen sollen. Ah, das ist einfach nur von meinem Schlund. Hm, das ist actually gar nicht so schlecht. Ach, das kriegen wir hin. Wenn man Ginger Stream schaut, ist man nie fertig. Höchstens fertig mit den Nerven. Hey! Warum das denn? Aber so lange hat man keinen Bock mehr auf Minecraft. Ich weiß nicht. Es gibt bestimmt sehr viele Leute, die das sehr lange durchziehen. Jahrelang. Bam, 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 bam. Wie kann man nur so optimistisch sein? Hey! Wegen was jetzt? Was habe ich denn gesagt, was zu optimistisch ist? Ich kann auch was sagen, was nicht optimistisch ist. Und zwar... Mein Reis ist gleich alle und dann habe ich nichts mehr zu essen. Ja, das ist nicht so optimistisch, oder? Ist das... Vielleicht ist es einfach nur ein Fakt, ich weiß es nicht. Mm. Nicht der Reis, no! Oh. Mm. Wow. Kommt drauf an, ob du satt danach bist oder nicht. Oh, ich könnte noch mehr vertragen, so ist nicht. Hm. Nur Reis oder mit Beilage? Es ist ein Curry. Sehr würzig. So, erstmal Katuratori, dankeschön für 2 Monate, dankeschön für deinen Resub, vielen, vielen lieben Dank. Und Dividra, dankeschön für 36 Monate, dankeschön. Dankeschön, so. Okay, hier ist meine Erdekiste. Nehmen mal ein bisschen Erde mit, aber nur ein bisschen. Und beerden mal, ne? Beerden? Aber die Sache ist, wenn ich das hier einfach nur hoch, also höher ziehe, sieht das doch voll kacke aus, oder? Obwohl, da sieht es eigentlich ganz cool aus. Maybe. Wir beerdigen den Berg.
Hey, hey, hey. Hey, kannst du da mal weg? Danke. Du stehst im Weg. Hallo, Ghost Beef. Hallihallöchen. Du musst das schon mit so ein bisschen Stufen bauen. Ja, aber ich habe mich gerade dazu entschieden, weil der Berg da ja auch so gerade ist. Und der hier war ja auch schon so gerade. Ob ich das nicht so lasse. Ich kann es ein bisschen machen und oben dann anfangen, Stufen zu machen. Yeah, das finde ich gut. Das Schlimme daran ist, dass mir das richtig Spaß macht, ey. Oh, wie weit mache ich das denn hoch? Das weiß ich noch gar nicht. Da habe ich mir noch keine Gedanken drum gemacht. Aber hinten weg und zu den Seiten. Muss gucken, ab wo ich das mache. Das erfordert so viel Brainpower, sich zu überlegen, wie das aussieht und wie man das eckig macht. Das ist richtig krass. Warum ist eigentlich dieser scheiß Baum noch hier? Du nervst mich. Kannst du eigentlich vorstellen, Minecraft mit Mods zu spielen? Habe ich schon mal gemacht? Habe ich schon mal Minecraft mit Mods gespielt? Also on stream? Brain Power! Nein, nie Brain Power. Ach, bei Shinjalino. Nee, überfordert hat mich das nicht. Würde ich nicht sagen. Hat eigentlich auch in dem Sinne Spaß gemacht, I guess. Wir hatten ja hier das Seeding gemacht und das war recht langweilig einfach, weil man konnte nicht so viel machen. Ja, räumliches Denken und so. Ich habe überhaupt kein räumliches Denken. Das ist ein bisschen mein Problem, aber das ist okay. Wir kriegen das trotzdem hin. I don't have any räumliches Denken. Aber jetzt fülle ich das ja doch im Endeffekt aus. Oder? Ab wann mache ich denn das? Hier so? Ich könnte ja hier so machen. Und hier so. Und ab hier dann. Die Wind Waker Musik. Oder ist das nicht Wind Waker? Hallo, der Dude. Hallo. Was baut Ginger überhaupt? Jetzt gerade bin ich am Terraform. Oh, ich glaube, so weit hätte ich dann gar nicht machen müssen. Also macht es dann Sinn, schon hier so zu machen? Ey! Paulio! Paulio, das habe ich gesehen. Ich habe es tatsächlich aus meinen Augenwinkeln. Okay, jetzt habe ich mich erschrocken. Großartig. Hä, warum kam das jetzt zweimal? Hier steht gar nicht, dass es zweimal eingelöst wurde. Hä, warum kommt es nochmal? Ist das ein Bug, Alter, was? Es wurde nur einmal gespendet. Stream Elements? Hier ist alle Stream. Oh, cool, jetzt habe ich das auch nicht offen hier. Sound Alerts, so. Wie komme ich auf Stream Elements? Sound Alerts. Ich hab's gecancelt. Ist es jetzt weg? Okay, apparently ja. What the fuck? Hä? Was war das denn jetzt? Oh, irritierend. WTF. So kann man dann nicht einfach so machen? Boah, Alter. Dieser Bau hier überfordert mich ja richtig. Füll doch einfach den Berg auf, sagten sie. Mach das doch einfach schön, sagten sie.
Oh. Oh Gott, oh Gott. Kolona, Kolona, dankeschön für 5. Hallo, Fräulein Spinne. Ah! Boah, dankeschön, ein kleines Leckerschmeckerchen. Ein kleines Leckerschmeckerchen, bitte was? Bitte was? Warum? Was? Was? Och, okay, ich geh jetzt pennen, ist okay. Oh. Hast du schon mal Genshin gespielt, Yes? Habe ich. Zeigerfeit, Hallihallöchen. Hallo an alle, die dazustoßen. Wir machen hier gerade cozy Stream, entspannen uns ein bisschen. Ich bin in eure Abendunterhaltung. Und ich versuche hier gerade, diesen Berg hier aufzuschütten. Du bereicherst mein Leben seit langem, liebe die Musik vor allem. Oh, dankeschön. Es gibt auch bald wieder neuen Stuff. Es dauert nicht mehr lang, dann gibt es wieder neuen Stuff. Ich brauche diese Playlist, die klingt gut. Die gibt es schon richtig, richtig lange. Das heißt Zelda... Zelda and Chill. Und in dem Fall ist das jetzt das lange Video. Zelda and Chill and Zelda and Chill 2 von Game Chops. Mm. Auf YouTube halt, ne? Dum, dum. Oh, das kann ja so sein. Das sieht ja gut aus. So. Nee. Nee. Kann mir jemand sagen, warum Nachrichten gelöscht werden? Bitte liest dir unsere Regeln durch. Denn wenn du Dinge machst oder schreibst, die gegen unsere Regeln sind, werden sie normalerweise gelöscht. Yes. So. Das ist echt irgendwie wahrscheinlich nicht das Spannendste zum Zugucken, ne? Ich find's voll in Ordnung. Mir macht alles in Minecraft Spaß, aber... Minecraft! Oh, Minecraft! Ah! Pusche Luffy, danke schön für 10 Monate. Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Bam. Hallo Jan. Jan, Pog. Pog's in the chat. Pog's in the chat. Hallo Jan, na, alles gut bei dir? Oh. Ich versuche gerade den Berg weiter aufzufüllen und ich hasse mich. Ich habe nicht genug räumliches Denken dafür. Terraforming, ja. Miese Kopfschmerzen, oh no. Okay, Kopfschmerzen, einfach anders ungeil. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich hoffe, die lassen schnell nach. Really do. Boah, Jan, ne? Jetzt, wo Marco uns gezeigt hat, dass es neue Motion Features in Vinyan gibt, das ist für die anderen, für euch anderen im Chat, das ist die, die Software, die ich zum Tracken benutze, unter anderem. Oder für die, vor allem für die Rewards, die Kanal-Rewards. Und jetzt. Ich kann jetzt fliegen. Ich kann mich so viel bewegen. Es ist insane. Ich kann... Habe ich einen Shortcut in den Dings hier? Ich kann so richtig... Ich bin nur am Rum-Stuff machen. Oh, scheiße. Das ist die gleiche Taste wie Screenshot. Oh, ich sollte den... sollte das umbelegen, glaube ich. Ah, oh, und damit spiele ich den ganzen Tag schon rum. Das macht so Spaß. Das ist krass. Oh, no. Halbes Full-Body-Tracking einfach. Naja, nicht ganz, aber es sieht so... Also es ist echt krass viel lebhafter. Einfach, dass man so ein bisschen so... Oder halt, wenn ich im Stehen das mache und dann halt auch so in die Knie gehe, dann sieht man das richtig. Das ist voll cool.
Oh nein, Terraforming. Er ist wahrscheinlich für euch jetzt richtig langweilig, der Content, ne? Wenn ihr möchtet, kann ich das auch offstream machen. Hab ja eh schon so unten ein bisschen weggehauen. Bam, bam, bam. Warum mache ich das eigentlich? Ich will ja noch höher bauen. Oh, das ist zu viel für mein Brain, Leute. Ich will doch eigentlich noch höher bauen. Ich muss doch noch gar nicht zumachen. Ich wiederhole, ich mit dir das trotzdem ganz nice. Okay, I hope. Dum, dum, da, dum. Mhm. Piu. Vanilla Terraforming ist extrem. Würde ja voll langweilig werden, wenn das schneller gehen würde eigentlich. Also ich finde es nicht langweilig. Ich dachte nur, für euch ist es vielleicht langweilig. Der Berg sieht halt wirklich ein bisschen flat aus. Du hast das Programm an? Ja, weil sonst würde ich mich nicht bewegen, wenn das nicht an wäre. Die Brille geht auch nicht. Bonken war ja eben schon das Problem. Dann starte ich mal das Programm neu. Also Marco sagt, wenn das nicht funktioniert, sind das Probleme bei Twitch tatsächlich. Das hat eigentlich wenig mit dem Programm an sich zu tun. Aber ich starte es mal neu. Maybe it gets... oh, ich hätte vielleicht untertauchen sollen. Das hätte cool ausgesehen. Es hat einen Gingerberg. Ja. Ich find's gut. Sehr kopfschmerzenfreundlicher Content. Ich hau einfach ein paar Blöcke kaputt. Und baue sie wieder hin. Ich mag das Erdengeräusch. Okay. Ich bin einfach ASMR jetzt. Also fast so eine Art halt. Hallo, willkommen zurück. Ich muss einmal kurz wieder Tracking-Stuff machen. Boop. Hallo. Und einmal kurz hier so. Boop. Yeah, now I'm ready again. Mm. So, Flügel möchte ich ausmachen. Mein Schwanz muss hin. Und ich will unbedingt... I wanna have... Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. So. Morgen steht die nächste Klausur an, die mit diesen komischen Formen. Ew, Mathe, nein. Viel Spaß beim Bergbauen. Bye, bye, Alex. Schön, dass du dabei warst. Mhm. Awesome Minecraft. So eine Art. Also die Stelle hier im Berg sieht halt richtig cool aus. Ich muss ja auch theoretisch eigentlich, so ein richtig schönes Fenster reinbauen. Das passt auch richtig gut. I mean, ich kann ja hier weiterhin... auch wieder so Dinge vorbauen, oder? Oh! Bedrohlich hoch 10! Plötzlich stehen die da und zielen auf mich in diese Bucht rein. Alter, hat mich das gerade erschrocken, WTF. Lol, okay, oh gut. Oh no, ja, ich kann jetzt doch auch da oben dann nicht mehr weiterbauen, oder? Wenn die hier am Hantieren sind. Habe ich mich bedankt? Bei Merusaki, dankeschön für 14 Monate. Dankeschön. Könnt ihr von meiner Base weggehen? Ich muss hier... Das ist schon schwer genug, dass ich diesen Kackberg jetzt auf... hier höher mache. Ich bin so dumm. Ich muss diese mittlere Schiene gar nicht machen. Wie nah kann ich ran, bis sie mich angreifen? Ich muss hier weitermachen. Ich habe jetzt Nachbarn. Ah! Ah! Das war so ein richtiger Ambience-Horror-Jumpscare. Drehst dich zum Background um und siehst, dass du in der Ferne beobachtet wirst. Ich fand das richtig creepy gerade. WTF.
Ja, die Sache ist, jetzt chillen die da, oder wie? Oh, geht doch woanders chillen. Jetzt chillen die in meiner frickin' Base. Kann ich die umbringen? Chat, kann ich die umbringen? Geht das? Also, theoretisch geht es, aber ist das schlimm, wenn ich sie umbringe? Jetzt verteidigt der. Ja, kannst du? Oh, das ist der mit dem Dings. Darf ich den nicht umbringen, aber die anderen schon? Weiß das nicht mehr. Trink danach eine Milch. Gehen die jetzt weg von mir? Oh. Weg hier! Geh weg! Verschwinde! Mann! Was, verabschiede mich heute noch für sortier deine Kisten? Aber meine Kisten sind doch schon so schön sortiert. Ich habe eine Kiste nur für Erde, eine Kiste nur für Stein. Okay, und dann habe ich diese Kiste und da ist einfach alles drin, weil ich keinen Platz mehr hatte wahrscheinlich. Oh. Violon Crisp, danke schon für 9 Monate, ein Twitch-Baby, yeah! Ein Twitch-Baby, ein Twitch-Baby. Ein Twitch-Baby. So. Versuch mal nicht in Richtung Monat zu gehen. Aber da ist die Milch. Okay, das klingt jetzt falsch, aber... Ich muss eine Milch trinken. Kann ich das einfach so? Muss ich das einfach an eine Kuh halten? Oh, soll ich dann... Okay, ich soll woanders hingehen lieber. Passiert sonst was mit dem Dorf? Nein. Will nicht, dass was mit dem Dorf passiert. Dann gehe ich weg. Dann gehe ich jetzt auf die Suche nach einer Kuh. Was ist das denn für eine... für ein Vorhaben? Die sind wie Zwangsvollstrecker. Die stehen immer unverhofft vor der Tür. Scheiße. Wenn ich das Dorf betrete, startet ein Raid der Typen. Was? Aber da waren meine Kühe. Oh no. Warum ist hier ein Pferd, ein Schaf? Schweine sind ja auch. Wo sind die Kühe? Geben Kühe Milch? Normalerweise schon. Ich will keinen Raid im Dorf. Brennen die dann unsere Häuser ab oder so? Das wäre nicht so gut. Lieber Nummer sicher, okay. Oh no. Die Tötung der Villager, nein! Nein. Ich will nicht, dass die Villager getötet werden. Mann, hier sind auch noch viele Schweine, aber keine Kuh. Ich dachte, Milch wird aus Mandeln gemacht. Oh, erinnere mich nicht dran. Hier ist eine Kuh. Ich hab noch so einschokolierte Mandeln. Oh ja, hier ist Milch. Kann ich das trinken? Easy! Easy! Gib mir auch mal deine Milch. Dann kommen die anderen auf den Server und sehen ein abgefackeltes Dorf. Dann ist Ginger mittendrin. Bitte nicht. Please, God, no. Sie schlachten die Villager. No. Milch für Ginger. Milch ist gesund. Ich schieb sie in den Mund. Damn, jetzt habe ich so Bock auf meine scheiß Mandeln. Jan, was hast du gemacht?
Die sind so mit so einer Kakaoschicht und dann auch noch mit Kakaopulver umgeben. Die sind voll geil. Ja, Leute, Nüsse sind gesund. Also vielleicht, wenn da so Schoki drum ist, nicht mehr ganz so gesund, aber... Es geht ums Prinzip. Die von Aldi? Nee. Ich will jetzt auch keine Werbung machen. Aber es gibt ja so einen Online-Shop, der, ja. Da bestelle ich gerne sowas. Und Tom auch, also wir bestellen da gerne. Die von Aldi? Gibt es da welche? Ich kaufe in Aldi aber nicht ein meistens. Also wir haben auch keine in der Nähe hier. Oder? Ich wüsste nicht mal, wo einer ist. Nicht mal in der Innenstadt irgendwo in der Nähe. Mann ey, das ist so dumm. Ich habe jetzt gerade die letzte Zeit damit verbracht, den Shit hier zu bauen, nur um dann zu merken, dass ich das ja gar nicht brauche und jetzt wieder wegmache. Ich hasse mich und dass ich mir nicht vorstellen kann, wie man sowas baut. Und das auch instant wieder vergesse, wenn ich es gerade am Bauen bin. Ugh. Es ist halt nur nötig, wenn ich hier sowas mache. Boah, Mandeln sind gesund. Ich habe zwei in meinem Mund. Hallo Kai! Na du? Mandeln sind gesund. Ich mandel in meinem Mund. Nüsse mit Schoki, also gesund. Mit Glückshormon ausschüttender Ummantelung läuft. Also ich meine, neue Erfindung ist das jetzt nicht. Oder? Einschokolierte Massen. Oh, Massen? Sachen, wollte ich sagen. Boah, kennt ihr so Schokorosinen? Damn, die habe ich früher gegessen. Einfach ganze Packung leer und dann richtig fett Dünnpfiff gekriegt davon. Nee, aber einfach richtig geil. Die waren so lecker. Ich glaube, so langsam verstehe ich's. Wie man das hier macht. Oh. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch Nüsse mit Schoki ummantelt gesund sind. Schoki ist aus Kakaobohnen gemacht und Bohnen sind ja Gemüse. Naja, im Prinzip ist... Man muss das jetzt auch nicht verteufeln. Das Problem ist eher, oder das, was man eher beachten sollte, ist, oder das schöne Sprichwort, die Masse macht's, ne? Wenn du jetzt da sitzt und dir, weiß ich nicht, 10 Kilo Mandeln reinhaust, auch meinetwegen ohne Schokolade, ist das trotzdem nicht mehr, also dann ist es auch nicht mehr gesund. Deswegen soll man ja auch möglichst ausgewogen essen. Ja, früher super gerne. Die sind irgendwie verschwunden wie die Salami im Knoblauchmantel. Salami im Knoblauchmantel sagt mir jetzt nicht. Kenn ich gar nicht so sehr. Ich kenne die nur mit Pfeffersalami. Aber die sind verschwunden. Ich glaube, ich habe sie letztens erst wieder gesehen. Ich glaube, verschwunden sind sie noch nicht. Aber vielleicht sind die einfach nicht mehr so angesagt. Ist jetzt nicht so der heiße Shit, glaube ich. Ach shit. Ist das hier richtig? Ich will vielleicht ja auch wieder so machen. So,
Salami mit Knoblauch ist so pornös. Aber stinkst du dann nicht so die halbe Landschaft zu? Und du kannst doch niemand mehr unter die Augen treten dann. Oder unter die Nase in dem Fall. Obwohl. Passt vielleicht. Ah, nee. Ich muss mal kurz von unten gucken. Jetzt muss ich nämlich anfangen, das unregelmäßiger machen, sonst sieht es zwar stufig aus, aber immer noch zu regelmäßig wahrscheinlich. Oh, sieht besser aus jetzt aber. Vielleicht mache ich das aber noch größer. Das ist ja ein ganz hübsches Bergilein, aber... Das muss größer. Auch Wasser ist in ausreichender Menge tödlich, ja, aber ich glaube, so viel trinkt selten jemand Wasser. Seit ich aufgehört habe mit dem Rauchen, ist Zucker eine Ersatzdroge geworden. Mal eben 15 Kilo in einem halben Jahr draufgelegt. Ach du Scheiße. Rosinen sind immer gewagtes Thema on Stream. Warum? Ich mag Rosinen. Mögt ihr keine Rosinen? Du stinkst nach Knobi immer, aber es ist zu geil. Deshalb isst man Knobi immer nur zusammen mit allen anderen Anwesen, damit man gleich stinkt. Und die Sache ist, wenn ich halt auch mit Knoblauch koche, dann riecht halt alles bei uns nach Knoblauch. Und das ist immer so ein bisschen ein Problem, sag ich mal. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ja, weil ich weiß noch, wie ich das eine Mal mit Marco im Fitti war und ich habe eigentlich schon 2 Tage lang nichts mehr mit Knoblauch gegessen, aber ich hatte gekocht vor 2 Tagen mit Knoblauch und dann sie so, oh, Alter, ne, was ist denn los? Du stinkst das ganze Fitnessstudio zu. Und ich dachte, wie? Oh. Knoblauchparfüm kaufen, geil. Richtig nice. Ich wollte schon immer mal nach, einfach nur nach Knoblauch riechen. Mehr nicht, reicht dann noch. Oh mein Gott, Leute, wir haben... der Channel hier hat 90.000 Follower erreicht. Ich muss mal ganz kurz, yo, what the fuck? Ah! Der Channel hat 90.000 Follower erreicht! Holy shit! Yeah! Woo! 90.000! Warte mal, ist Musik überhaupt an? Das Thema hatten wir schon mal, ne? Scheiße, so eine Kacke! Ich bin mich hier am Abjammen und hier passiert nichts. So, jetzt! Yeah! Party! Wow! ja, danke schön. Hallo! An alle, die jetzt gefollowt hatten. Wow! Knoblauchschnaps, warum, was lese ich da gerade im Chat? Was ist zwischen der Party dann das, ey? Synex Alex, danke schön! Danke schön für 50 Biddies. Mann, ey, Leute, danke schön. Ich hätte echt nicht gedacht. Mach die Musik mal wieder an. Ich hätte echt nicht gedacht, dass dieser Channel jemals überhaupt so groß wird. Ich finde die Zahl langsam so surreal. I mean, Follower mattern jetzt auch nicht so viel auf Twitch. To be fair. Trotzdem ist das... Ist das krass. Trotzdem. Dankeschön. Dankeschön. Yeah. Oh,
Synex Alex, danke schön für dein Subgift. Ja, danke schön. Oh. Zu dem Anlass können wir auch mal schlucken. 3 Stunden Stream, Leute. Schlucken! Ah. Debugofen. Scheiße, der Name ist gut. Dankeschön für deinen Sub und willkommen bei den Ginger Ninjas. Was ist denn los? Dankeschön. Wow. Nee, Leute, wir machen keine geheime Knoblauchfarm. Das klingt disgusting. Disgusting. Wisst ihr was? Irgendwie, ich finde halt, das sieht hier irgendwie noch nicht hoch genug aus. Das muss höher. It has to go higher and higher. To the sky. Oh, 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 oh. Timo! Timo, danke schön für 21 Monate. Dankeschön. Ich wollte vor einer Stunde eigentlich gehen. Der Stream hat mich gefangen. Guck mal. Freut mich doch. Die Brille fehlt noch. Oh nein, geht das Brillen-Reward wieder nicht? Wurde es wieder eingelöst und es geht nicht? Oh, in den letzten 15 Minuten. Es war vor 20 Minuten. War das also vor meinem Restart? Und die Mods jetzt? Das weiß ich nämlich nicht mehr. Also, nee, aber war das jetzt vor dem noch nicht vor dem Restart? Das heißt, es geht immer noch nicht mit der Brille. Okay, dann kann ich leider auch nichts mehr machen. Außer die Brille selbst aktivieren. Ich mach's mal kurz. Brille. Bob. Hallo. Da ist meine Brille. Tada. Ich bin klug. Yeah. Nach dem Restart kam nichts. Ja, okay. Okay, okay. Boah, Alter, ich weiß nicht, warum das so mein Brain abfuckt. Die Scheiße hier. Das hier aufzufüllen, das ist irgendwie, das machen doch nur kluge Menschen, oder? Das kann doch niemand einfach so machen. Das erfordert irgendwie alle meine Hirnzellen. Junge! Was baut sie heute? Ja, heute werde ich das wohl nicht bauen. Jetzt gerade mache ich Terraforming. Machst du auch was Besonderes wie Mona? Ja, meine Base. Ich finde das, was ich machen will, besonders, ja. Ah, wenn man zu viel Erde hat. Ich habe einfach tonnenweise Erde. Ich habe so viel abgetragen von drumherum, dass ich sie jetzt hier wieder weiter benutzen kann. Ah, die mache ich jetzt nicht einfach hier den hier wieder und dann da hoch. Ja. Ja. Es fügt sich. Eine Fügung. Au, au, au. Why? Warte, nee, das ist falsch. Oder ist das falsch? Oh, mein Brain, es ist so anstrengend. Und wir kriegen das, wir kriegen das hin. Nee, warte, das sieht richtig aus. Irgendwie, das sieht keinen da richtig aus. Ah, so. Wow, Yoshi Forever! Dankeschön für wunderschöne 17 Monate! Dankeschön! Da hast du dir aber was vorgenommen, aber es wird bestimmt nice, wenn es fertig ist. Sieht schön aus. Dankeschön. Ja. Man soll sich ja nicht zu große Projekte vornehmen, ne? Dann ist ja alles easy. Dann geht das ja.
Wie sieht denn das jetzt aus eigentlich? Sieht das besser aus hiermit? Oh, ich muss hier anfangen, Fackeln zu machen, will hier keine Monster haben. Ich will keine Monster. Was machst du heute so noch außer Minecraft? Nix, ich mache nur Minecraft. Ich finde, du solltest die Outlines deines zukünftigen Bergs mit Koordinaten abstecken? Hä? Hä, wie meinst du das? Eine Pflügung? 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 Ey, das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Glaube ich. Wie nicht zu große Projekte. Ja, also das ist nicht, dass man nicht so überfordert ist, ne? Immer kleine Ziele, kleine Projekte machen. Boah. Ich baue Mount Everest 2.0. Naja. Nein, ich doch nicht. Nein. Was ist das hier eigentlich? Brauche ich den? Oh, ich brauchte den. Okay. Ah, und hier ist der bereits vorhandene Berg, I guess. Brauche ich das dann noch? Oh! Hallo! Oh! Züge? Züge? Was, was, was? Mona! Hallo ihr alle! Danke für den Raid. Hey, was habt ihr Schönes gemacht, Mona? Guck mal, ich mach Minecraft. Mona! Mona ist jetzt mein Minecraft-Senpai. Weil Mona ist irgendwie voll smart, im Gegensatz zu mir. In Minecraft und hat einfach diesen riesigen Baum gebaut. Was ich immer noch so insane finde. Was habt ihr was mit Zügen gespielt? Wir haben über Züge geredet. Ach, Mona, weil du gesagt hast, du magst Züge. Ich mag Züge. Oh, hallo Extreme-Bilder. Hallo an alle, die rüberkommen vom Raid. Hi. Eigentlich bin ich nur am Terraform, weil es gibt keinen Berg bei mir. Und ich will das hier so aussehen lassen, als gäbe es hier bei mir einen Berg. Ja, ich mache hier gerade einen Berg. Ich mache einen Berg. Hm. Ich mag jetzt wohl offiziell Züge. Hä, aber du... Hä, du magst doch Züge. Aua! Aber ist, was, ist das jetzt falsch? Ist die Info falsch? Du hast doch gesagt, du magst Züge, oder nicht? Ist das schlimm? Mona kann Ausbildung zum Zugführer machen, wenn das mit dem VTubing nichts wird. What the fuck? Also, I mean... Nee. Soll ich das hier auch so eckig bauen? Ist das eine gute Idee? Stimmt, das wird sonst sehr gleichformig, ne? Boah. Busch. Busch. Nein, alles richtig. Ich plane jetzt 10 Dokus über Züge und die schönsten Güterbahnhöfe. Warte mal, was? Macht ihr denn what? Also what? Guckt ihr das zusammen? Wie geil wird das denn? Finde ich voll gut. Time für Train Reacts. Oh Mann. Danke, Algard, aber für die lieben Worte zum Bauen. Ein Travel-Influencer? Wow.
Ist das so? Mona, reist du irgendwann um die ganze Welt und zeigst den Leuten, was für geiles Essen du isst? I mean, why not, ne? Sie zeigt die schönsten Güterbahnhöfe. Das finde ich, ich finde das großartig. Dankeschön für den Raid. Ja, wir machen hier eigentlich nur, wir haben vorhin eine Verlosung gemacht. Ist das eigentlich... Oh, danke. Danke an den Mod, der Verlosung aus dem Titel rausgenommen hat. Eigentlich haben wir eine Verlosung gemacht. Wir haben, ich hab einen Arsch verlost. ja. Und jetzt machen wir nur noch ein bisschen Minecraft. A little Minecraft. Ah! Entspanntes Minecraft, ja? Ja, okay, ich gehe ja schon. Er wusste mein... Ich geh mal weg. Was? Ja, habt ihr verpasst, ne? Ich habe heute einen signierten Po verlost. Hab das Arschbild gesehen, die sehen toll aus. Alter, echt. Marco und ich... Oh, jetzt brenne ich auch, du. Marco und ich haben halt echt... Auch so gesagt, boah. Damn, die Ärsche sehen echt gut aus. Ich habe den Arsch verpasst. No! Nein. Not the Po. Not the Po's. Boah, ist es sinnvoll, hier so kleine Schlenker reinzubauen? Sieht das gut aus? Also zumindest... Ich glaube, ich muss den sowieso hier nochmal ein bisschen anders machen auf dieser Seite. Wie fühlt es sich an, auf seinem eigenen Arsch zu unterschreiben? Eigentlich war es ja... Also zumindest als Space Niamis Hintern, aber... war trotzdem pretty nice. war schön. War eine schöne Erfahrung. Was willst du bauen? Einen Berg! Warum sollte das nicht sinnvoll sein? Weil ich nicht weiß, wie das aussieht. Sieht voll scheiße aus. Man, wie freaking sad. Was? Unterschrift auf dem Popo? Habe ich was verpasst? Oh, okay, warte, ich hol's kurz. Ich such's kurz. Moment. Oh, meine Güte. Habt ihr denn alle die Verlosung verpasst vorhin? Das geht doch nicht. Moment. Wo ist denn... Bin ich gerade... Hallo, wo ist das? Hallo? Ah, hier. Oh. Okay, warte. Dann hole ich den mal her kurz. Ich hole ihn kurz her. So. Das hier. Zwei Stiftehalter, die habe ich heute verlost. Da sind Markus und meine Unterschrift drauf. Ja. Guck mal. Ich finde den voll schön. Die haben auch so geglänzt. Die sehen so ästhetisch aus auf dem Tisch. Und ach, die waren schön.
Blumenvasen? Okay, dafür sind die doch ein bisschen zu klein, glaube ich. Dafür sind die ein bisschen zu klein. Darf man das auf Twitch zeigen? Klar, es ist doch nur ein Po. Ist doch easy. Ein Gänseblümchen geht. Ja, ein Gänseblümchen könnte reinpassen. Vielleicht. Fürs Gänseblümchen reicht es. Scheiße. Wie viele Stifte passen da rein? Ja, so dicke Eddings eher so 2. Wenn du so Buntstifte nimmst, dann vielleicht, weiß nicht, 5 oder 6 in jedes Loch. Und, ja, kommt hin, glaube ich, so um den Dreh. Solange auf dem Popo keine Nippel zu sehen sind. Ja, das ist eine Regel. Wenn da Nippel zu sehen sind, wird es kritisch. Es nimmt jetzt eine komische Wendung. Was denn? Was jetzt für mich gerade eine komische Wendung nimmt, ist, dass ich das hier nicht mehr will. Ich finde das scheiße. Das sieht kacke aus. I don't want this shit anymore. I don't want this shit anymore. Das deprimiert mich hier. Lava muss regeln? Hä? Ey, fall da bloß nicht runter. Naja, selbst wenn. Selbst wenn. Ich respawn ja direkt daneben. So, wir machen das jetzt einfach so. Geile Verlosung, yes. Leider hat Nightbot heute rumgesponnen. Das war richtig dumm. TNT kann Abhilfe schaffen. Nee, TNT wäre doof, weil ich will ja nichts weghaben. Ich will es einfach anders haben. Was versuchst du zu bauen? Ich will das hier hoch machen. Kannst du gleich in die Horny-Welt gehen? Nee, eigentlich nicht unbedingt. So, wie sieht das aus? Was glaubst du, wie lange wird das dauern? Das weiß ich nicht. Bei mir dauert prinzipiell alles immer sehr lange. Eine gute Form, was sind Liebeschlösser? Eine Salzstreuer? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dem Ass Salz streuen würde. Das wäre ein bisschen weird. Unknown Flower, gute Nacht dir. Gute Nacht. Damn. Ich sage eine Woche. Nein, wir spielen das Spiel 2 Stunden jede Woche meistens. Wenn ich nicht offstream irgendwas mache, könnte das wahrscheinlich das ganze Jahr dauern, bis ich hier fertig bin. Aber wir gucken mal. Ich bin gerade so ein bisschen in der Stimmung, wirklich doch einfach alles wieder wegzubuddeln. Ich bin gerade irgendwie in der Stimmung, das einfach wieder zu lassen. Okay, Tom. Mann, ey, das da oben macht mich traurig. Das will ich nicht mehr weitermachen. Das macht mich legit sad. Ich wollte eigentlich ein Lager bauen. Oh. Wisst ihr was, dann
Mach ich mir jetzt eine Schaufel? Ich hab Schaufeln, actually. Und mach das alles wieder weg. Ich will das nicht mehr. Ich mag das nicht mehr. Ich mach das alles wieder weg jetzt. Ich will das nicht mehr. Das ist so doof. Das sieht von hier ganz cool aus. Von unten ist das richtig scheiße. No. Wäre eine Option, Duel mit Naya zusammen Minecraft zu streamen? Ich glaube, dann würde ich nur noch Minecraft streamen, weil dann habe ich den selbst meine eigenen Minecraft-Streams, dann habe ich die Leitmotiv-Minecraft-Streams und dann auch noch Naya-Minecraft-Stream. Ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu viel. Wo ist Steuerung Z, wenn man es braucht? Ja! Hier ist der bestellte Trostvogel. Avi! Avi! Hallo! Ja, I'm sad. Ich hab Kacke gebaut. Mann. Wie kommst du auf Nayami? Spielst du überhaupt Minecraft? Ach, ich glaube einfach nur, weil Leute Nayami mögen. Oder? Das muss ja jetzt keinen Grund haben. Du kannst ja einfach deine Lieblingsstreamer ein Spiel spielen sehen wollen, das du gerne magst. Die Sache ist, ich habe überlegt, das Lager oben zu bauen. Nein, ihr müsst das jetzt nicht machen, jetzt fühle ich mich schlecht. Nein! Nein! Trost, Schinken. Toast, Schinken. Paul, danke schön. Ich brauche keine Toast-Donations. Alles gut. Das ist super lieb, aber alles gut, alles gut. Ginger Factorio Stream, wenn. Aber wenn du sehen willst, wie ich einfach nur genervt bin und den Stream beende, dann ja. Dann kann man sich gerne um Factorio kümmern. Ihr würdet die größte Toilette überhaupt in Minecraft bauen? Nee, da sehe ich mich nicht. Ich weiß nicht, solche Dinge zu bauen, da weiß ich nicht. Fühle ich einfach gar nicht. Ich gehe jetzt auch mal ins Bett. Deshalb wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal, Extreme Builder. Bye, bye. Bye, bye. Ein Kombo aus hoher, glatter Front, hinten geht Stufen runter. Ja, das wollte ich machen. Das habe ich gerade überlegt, ob ich das machen will, aber ich finde, das sieht alles kacke aus. Ich habe gar keinen Plan, wie ich das kombiniere. Das überfordert mich. Ich will das nicht mehr. Muss ja nicht Minecraft sein. Generell dachte ich, es wäre ganz, ganz cool, beide zusammen zu sehen. Aber wir machen doch, also wir haben doch recht häufig Collabs gemacht. Also für meine Verhältnisse ist das sehr häufig. Ich glaube, ich habe in meinen 5 Jahren Streams nicht viele Collabs gemacht, aber die Collabs, die ich gemacht habe, waren meistens mit Nayami. Also ich glaube, die meisten davon waren mit. Obwohl mittlerweile könnten die Collabs mit Finn das Ganze einholen, weil ich jetzt gerade jede Woche mit Finn eine Collab habe. Für Dark Souls. Also wahrscheinlich holt sich das da gerade wieder auf, aber yes. Diesen Februar hast du so stupidly viele Collabs geballert. Auch im Januar schon. Für meine Verhältnisse zumindest ist das sehr krass. Willst du in erster Linie einen Spitzen- oder einen Rundenberg? Actually, weiß ich gar nicht. Ich will einen, der hoch ist. Ich dachte, das ist wahrscheinlich eine sinnvolle Frage, ob ich das halt sowieso so spitz zu laufend haben will. Ich glaube, ich will es rund. I guess. Also irgendwie so. Aber nicht, also es soll nicht perfekt rund sein. Das soll halt richtig. Das soll richtig natürlich aussehen. Also so ein bisschen clumsy, so ein bisschen. So wie das hier.
wo ich ja schon reingebaut habe. Genau so. So ein bisschen durcheinander und clumsy. I love that. Bau doch erstmal das Lager. Aber das Lager wollte ich oben drauf machen. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Das wollte ich oben drauf machen und jetzt habe ich da Erde. Jetzt muss ich die Erde wieder wegmachen, um das Lager dahin zu machen, wo ich es eigentlich haben wollte. Also der Grund, warum ich überhaupt die Erde dahin schütte, ist, weil ich oben drauf ein Lager machen wollte. Beziehungsweise wollte ich oben in die Ecke das Bild, was ihr unten links seht, machen. Und dieses Ding, was hier vorne rüberhängt, da kommt das Lager rein. Also entweder ich baue das hier zu Ende oder ich baue mein Lager doch irgendwo einfach oben drauf. Halbwegs natürlich aussehende Berge zu machen, ist eine Kunst für sich. Ja, deswegen glaube ich, ich krieg das nicht hin, würde es einfach lassen. Und einfach mit diesem Berg hier leben. Obwohl, wenn ich das hier vielleicht noch ein bisschen abrunde, sieht das doch gar nicht so schlecht aus, oder? Vielleicht noch ein bisschen mehr. Dann reicht das vielleicht schon. Ich fühle mich fast schon schlecht, weil ich bei meinem Minecraft quasi direkt neben dem Berg gespawnt bin, der gut geeignet wäre für das, was du bauen willst. Oh no. Nee, schlimm ist das nicht. Ich könnte ja auch... ich glaube, in die Richtung... Nee. In die Richtung hier ist ein richtig cooler Berg gewesen. Den könnte ich wahrscheinlich auch dafür benutzen. Aber das ist so krass weit weg von den anderen, dass mich das traurig macht. Ich will bei den anderen meine Base bauen. Wenn ich mir deine Tweets der letzten Tage ansehe, könntest du auch versuchen, einen Stifter halt als Berg zu bauen. Nein! No. No, no, no. Vor allem hier, das hier muss rund. Keine Ahnung, so vielleicht? Ist statt rund? Soll ich schauen, ob ich privat was hinbekomme, um dir einen Bauplan zu geben? Na, also das ist voll süß, aber dann fühle ich mich schlecht. Vor allem weiß ich auch nicht, ob ich trotzdem in der Lage bin, das nachzubauen. Versuche nachzudenken, aber es ist schon spät. Alles gut. Alles gut. I mean... Das hier finde ich gar nicht mehr so schlecht. Fühle mich gerade ein bisschen wie ein V-Roid. Man versucht, so einen Kompromiss zu finden. Ist irgendwie eingeschränkt. Die Einschränkung ist wahrscheinlich meine Erfahrung, nehme ich an. Und man guckt, dass es nur von vorne gut aussieht. Weil von, ja, von hier sieht es ja dann ganz okay aus. Mm. Hier, vielleicht oben noch ein bisschen. Mehr abrunden, maybe. I need more Fleisch. Mein Schinken will ich nicht anrühren, der ist precious. My precious Schinken. Für das auf dem Bild, ist das zu klein? Nein, finde ich gar nicht. Das sieht voll gut aus. Sieht nach einem guten Lager aus. Also das, was ich als Lager obendrauf, also was ich provisorisch gebaut hätte, wäre so ein Ding. Hier im Prinzip hier. So vielleicht.
Und hier eine Tür. Und ja, dann einfach oben ein Dach drauf. Das wäre mein Lager. Mein provisorisches. Ah, obwohl doch, damn, das passt. Also hier 4 Truhen, hier nochmal vielleicht ein bisschen mehr in die Länge. Dann hier nochmal Truhen, da nochmal Truhen. Vielleicht in den Boden noch ein paar Truhen. Das reicht fürs Erste, glaube ich. Yes. So ein small Ding, weil die Sache ist, das hier ist ja jetzt mein Lager. Und das ist gerade ein bisschen platztechnisch ein bisschen schwierig. Clippy! Clippy, 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 hallo! Hallo, Clippy! Ich muss gleich mein Fleisch essen. Wie hungry in game. Ein Tipp für Berge. Alles nur nicht symmetrisch machen. Also ich finde... Also ich, wenn ich was symmetrisch mache, mache ich das nicht extra. Tatsächlich ist das gar kein so guter Tipp, weil Berge gelegentlich recht symmetrisch sind, weil Zeug überall runterkugelt und wird viel wieder ausgeglichen. Ah. Ja, I see. Also ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube nur, man macht dann öfter mal so ein paar Dinge dran und verschnörkelt das so ein bisschen. Ah, ich habe jetzt... Toll, ich habe mein Essen nicht rausgeholt. Das war jetzt nicht so gut. So, wie hieß das so nach oben noch ein bisschen mehr weg? So, maybe? Machst du einen Anime-Song-Remake? Ein Remake? Ich habe noch nie Anime-Song-Remakes gemacht. Covers sind in Arbeit, sie kommen, wenn sie fertig sind. Yes, ich habe ja im Januar eins rausgebracht. Und ich sag mal so, mein Cover-Output wird wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht mehr so sein wie früher. Also nicht die Zeit, wo ich jetzt ein Jahr Pause gemacht habe, sondern die Zeit von davor, wo ich jeden Monat ein Cover rausgebracht habe. Das ist ein insanes Output, wenn man das zumindest nicht hauptsächlich macht. Und das tue ich eben nicht. Ich mache ich mach ja Streams und YouTube bzw. TikTok und Shorts hauptsächlich. Und deswegen, ja... Wenn ich möchte, dass die Covers zumindest gut werden, dann sind es wahrscheinlich eher so 3-4 Covers pro Jahr, je nachdem. Und von dem Gedanken, jeden Monat ein Cover, also weiß nicht, 12 Covers pro Jahr hochzuladen, muss ich mich auf jeden Fall verabschieden. Ich glaube, selbst 4 Covers ist schon ziemlich viel, wenn ich so drüber nachdenke. Wie lange dauert eine Übersetzung für Covers? Boah, das ist schwierig zu sagen, weil wenn du einen Lauf hast... Dann geht das schnell, dann manchmal in einem Abend. Kann aber auch sein, dass du stuck bist, dass du irgendwelche Dinge nicht verstehst, vielleicht an dem Text. Ich hatte auch schon Momente, da habe ich den ganzen Text übersetzt, nur um zu merken, dass meine Grundlage der Übersetzung falsch war und ich alles nochmal neu schreiben musste. Oder dass du einfach so ein paar Zeilen... An denen bist du richtig stuck und dein Hirn findet einfach keine gute Übersetzung dafür, mit der du zufrieden bist. Und dann liegt der Text halt rum, ohne dass er fertig wird. Es kommt immer so drauf an. Ich finde das insane, wie du das mal geschafft hast. Ja, ich auch. Aber da habe ich... Habe ich trotzdem dreimal die Woche gestreamt, das stimmt. Ich habe dreimal die Woche gestreamt, aber ich habe sonst nichts gemacht. Dreimal die Woche streamen. Ja gut, ich bin in die Schule gegangen, aber sonst. Es ist ja auch am Ende richtig stressig geworden. Am Anfang, also als ich das neben der Schule nebenher gemacht habe, ging das noch voll. Oh, Anima! Ich grüße dich, Anima! Hallo, 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 Anima!
Ah, yes. Warte, ich guck mal kurz, ob ich was im Chat verpasst habe. Guten Abend, Mr. Black Frank. Mhm. Hallo, hallo, hallo. Okay, ich glaube, aber sonst habe ich alles verpasst. Ginger Clippy. wir machen hier gerade wunderschön. Ja, ich versuche irgendwie meinen Berg ein bisschen größer zu machen. Und weiß nicht, ob ich scheitere daran, aber ich, ja, ich gebe mir Mühe, I guess. Ja. Also ich weiß zum Beispiel, dass mein Text für das Lied, für den Kiko-Song, dass ich in meiner Übersetzung dann Kletter weiter zu dem großen Turm genannt habe, falls jemand von euch das kennt. Dass ich für den Text gut 1,5 Jahre gebraucht habe, fast genau, glaube ich. 1,5 Jahre. Und das nicht, weil ich jetzt jeden Tag an diesem Text gesessen habe und gegrübelt habe, 1,5 Jahre lang, sondern eher, dass ich den geschrieben habe und immer an, also an so ein paar Stellen einfach stuck war, wie ich die übersetze, immer wieder den Text aufgemacht habe, gegrübelt habe und gemerkt habe, nee, fällt mir nicht ein. Weiß ich nicht, wie ich das übersetze oder wie ich das schön mache. Und aus Unzufriedenheit dann halt liegen gelassen habe wieder. Nicht vorankam. Aber dann ist es fertig geworden. Aber es gibt genug Texte, die habe ich auch einfach an einem Abend geschrieben. Da setze ich mich dann um weiß ich nicht, 1 Uhr hin und schreibe den bis 6 Uhr morgens fertig und ja, dann und dann ist es nice. Richtig schöne Schreibblockade überwunden. Ja, im Prinzip. Genau das. Je nach Lied ist die Übersetzungsarbeit auch nochmal eine ziemliche Challenge, ja. Es gibt Lieder, die sind sehr wenig kryptisch. Anifang, danke für deinen Raid, hallo! Hi! Hi, schön, dass ihr reinschaut. Wow, und Etty Remy, gute Nacht, hier schlaf gut. Es gibt Texte, die sind von der Bedeutung her und so echt wenig kryptisch. Ich muss gerade überlegen, wie gefällt mir das hier? Wie gefällt mir das? Wisst ihr was, ich mache jetzt einfach, ich hole mir jetzt doch einfach Stein. Wir haben noch eine Truhe oben, die baue ich jetzt voll. Dann kann ich das zumindest nebenbei machen. Das macht mich glücklich. Kurz eine Auszeit von dem Shit da oben. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Coverübersetzung einer der schlimmsten Dinge? Was meinst du denn mit schlimmsten Dinge? Ich liebe Lieder übersetzen. Also, die Übersetzung mache ich ja nicht wirklich. Also ich habe halt meistens, suche mir meistens englische Übersetzungen raus, die ja jemand anderes geschrieben hat. Und auf Basis dieser Übersetzungen schreibe ich meinen Text. Also ja, mehr oder weniger kommt es dann von Englisch wieder auf Deutsch. Aber im Prinzip, also Translyrics schreiben ist eines meiner Lieblingsarbeiten, die ich bei Covers mache. Und halt die Stimme benutzen dann. Beim Singen natürlich auch, aber ja. Es gibt Texte, die sind dann wenig kryptisch. Habe ich eigentlich meinen Satz beendet? Es gibt Texte, die sind wenig kryptisch, die sind super einfach zu verstehen und trotzdem sind die Texte super schwer zu schreiben, weil Deutsch Silben so viel unterschiedliche Silben hat. Oh, wie sage ich das? Dass zum Beispiel das, was im Japanisch gesagt wird, im Prinzip sich über 3 Verse erstreckt und du musst dann im Deutschen gucken, wie du da jetzt noch also so viel Wörter hinmachst, ohne da deine komplett eigene Story noch mit reinzuschreiben. Sowas wie, du kriegst so von der Übersetzung aus dem Japanischen, ich bin glücklich. Und dann musst du aber aus dem Deutschen da machen. Und weil ich so glücklich bin, dass ich dich habe und dass wir uns haben und und dieses Glücksgefühl in mir, das erfüllt mich, was weiß ich, was ich dann da für eine Übersetzung da raushauen muss, damit es irgendwie auf die Silben passt. Das ist auch manchmal schwierig. Es gibt auch kryptische Texte, die trotzdem irgendwie einfach zu übersetzen sind, wenn man
wenn man hinter die Interpretation so ein bisschen gekommen ist und so. Aber nein, Übersetzen ist fast einer meiner Lieblingsteile von Covers. Die sind echt cool. Ich bin mitunter sehr, sehr stolz auf viele meiner Texte. Nicht auf alle. Gibt genug Texte, wo ich mir denke, so, okay, ist nicht ganz so gut geworden. Ah, aber yes. Im Gegensatz zu singen. Nein, ich würde sagen, singen und Text schreiben ist bei mir gleich auf, mindestens. Ich wüsste, könnte nicht sagen, ob ich lieber Texte schreibe oder lieber singe. Hallo, Notnik. Hallo. Oh, ich soll mich strecken. Okay. Nee, ich hab halt... Also was Singen angeht, habe ich halt auch super viele Projekte, die ich angefangen habe zu singen. Manche sogar fertig aufgenommen. Aber ich krieg manche Dinge einfach, bei manchen einfach das Gefühl nicht richtig rübergebracht. Oder bin einfach nicht so zufrieden mit meiner Gesangsperformance oder finde insgesamt, das klingt nicht gut. Und dann habe ich in meinem Kopf immer so dieses, okay, dann nehme ich mir vor, das irgendwann neu aufzunehmen und besser zu machen. Oh, meine Hacke ist gleich kaputt. Und dann liegen die Projekte auch öfter mal länger rum. Es gibt auch Sachen, die habe ich bestimmt 3-4 Mal neu aufgenommen. Was war das denn? Was war was denn? Was war was denn? Du bist echt cool. Dankeschön, Jan Lukas. Wir Ginger das links unten Baum. Irgendwann schon will ich das, ja. Ja, ja, ja. Also eines der schlimmsten Sachen. Eines der schlimmsten Sachen am Cover-Sachen, also eine der, die mich quasi halt, die ich nicht so gerne mag, ist, glaube ich, tatsächlich das Projekt planen. Das heißt, Künstler anschreiben, die das für mich produzieren, denen Feedback geben. Ich glaube, das Allerschlimmste, was ich da so habe, ist, wenn ich einen Mixer frage, dass er meine File, also meine Audio bitte abmischt. Und der dann vielleicht irgendeine Note falsch tunet oder sowas. Und ich dann sagen muss, hey, du hast da einen Ton falsch getuned, der klingt eigentlich anders. Und dann korrigiert er das, aber macht vielleicht währenddessen noch woanders eine Note wieder falsch. Und dann muss ich dem wieder zurückschreiben. Ja, bei Timestamp Minute 2:10, bei dem Wort blub blub blub, da ist die Note falsch. Oh, bei weiß ich nicht, Sekunde blub blub blub, gefällt mir der Hall nicht. Das ist immer sehr mühselig. Das ist, glaube ich, etwas, was ich nicht so gern mag. Aber was halt wichtig ist, damit es letztendlich gut klingt. So ist es nicht. Ah, beim Strecken kamen komische Töne. Ja, ich habe mich gestreckt, das hat gut getan. Jan würde jetzt sagen, die Lizenzen. Alter. Ich nehme es zurück, die Lizenzen sind das Gruseligste an Covers. Absolut understandable. Was suche ich denn jetzt? Ach, ich suche mein Dings. Die ganzen Hirnzellen für das Gespräch aufgebraucht. Ich mache mir mal 2. Guck mal. Kann ich jetzt schlafen? Dankeschön. Ja. Oder auch Videoskripte schreiben. Denn das Problem ist, also manchmal habe ich eine richtig klare Idee davon, wie das Video auszusehen hat. Das Musikvideo. Manchmal aber auch echt überhaupt nicht. Und
Also am liebsten arbeitet ein Video-Editor damit, wenn du ganz genau ein Skript geschrieben hast, was du haben willst oder zumindest überall so deine Ideen mit reinstreust, damit er nicht ganz alleine damit gelassen ist. Und ich habe so eine schlechte Vorstellungskraft von Video-Animation und wie man das schön macht und sowas. Das ist auch immer sehr, sehr anstrengend. Das schiebe ich oft auf oder da hänge ich einfach lange dran. Das ist sehr viel Arbeit, yes. Also kommt drauf an, wie krass du das produzieren willst. Das Cover, aber ich möchte die ja immer... Also hab ja immer so einen bestimmten Standard im Kopf für meine Covers. Hallo Chaos Pro! Hallo Emilia! Hallihallöchen! Nee, weiß ich nicht. Ich find so bei Video Animation, das ist so abstrakt, da kann ich irgendwie... Das fällt mir mal echt schwer. Manchmal gucke ich dann auch einfach irgendwelche YouTube-Videos in der Hoffnung, irgendwas zu finden, was ich cool finde, um dann dem Video-Animator dieses Video zu schicken, zu sagen, da, das, so in der Art will ich das. Ja, aber das Spaßigste sind Texte schreiben und einsingen. Das ist immer schön. Da stelle ich mir auch Dame schwierig vor. Ich glaube, manche haben da so richtig, können, also entweder du hast ein bisschen Ahnung von und dann ist es vielleicht einfacher, sowas zu beschreiben. Oder du hast einfach, ist einfach besser, da drin eine Vorstellung zu haben. Das ist aber bei mir auch so bei Graphic Design und so. Ich habe da null Vorstellung. Das ist richtig, richtig schlimm. Wenn ich, als ich zum Beispiel mein Stream-Layout gemacht habe. Ich habe da so wenig Plan, wie man das irgendwie, was ich da will. Ich so, ja, ich möchte ein anderes Streamlayout, aber was ich genau will, weiß ich gar nicht. Das ist so gut, dass ich da den Steve hatte, weil er dann einfach irgendwas gemacht hat und so lange adjusted hat, bis es mir gefallen hat. Das ist eigentlich... Ja... Eigentlich ist das, wollen damit nicht viele arbeiten. Die meisten wollen schon, dass du ihnen irgendwelche Anweisungen gibst. Ja, Leute. Das ist mein Leben. Ich liebe meine Arbeit. Und bei euch so? Ich freue mich auf meine Mandeln. Scheiße, es ist 23 Uhr. Esse ich da noch Mandeln? Ich weiß ja nicht. Schwierig. Schwierig. Es ist jetzt nichts Schlimmes, aber im Lied Machine Gun hältst du eine Sniper. Das ist mir sowas von scheißegal. Das war auch Riguruma, glaube ich, scheißegal, weil sie hat nach Machine Gun gegoogelt und das, was sie da im Video hält, ist das erste, was du findest, wenn du bei Google Machine Gun eingibst. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung von Waffen, sie auch nicht. Und wenn das erste, was du bei Google eingibst, dieses Bild ist, beziehungsweise diese Waffe ist, dann ja, take it. Wie weit ist das Nussdings-Cover? Ich habe einen Stream gemacht. Das ist eigentlich der Fortschritt. Bisher ist damit noch nichts weiter passiert. Das Video ist nicht angefangen, der Mix ist nicht angefangen, nichts ist damit. Also ich habe einen Stream gemacht, da habe ich daran gearbeitet, yes. Deshalb habe ich mich kaputt gelacht bei Google, ja. Ha, das ist die falsche Waffe, das ist ja voll doof, weil das Lied heißt Machine Gun und sie hat gar keine Machine Gun in der Hand. Ist eine Sniper nicht auch irgendwo ein Maschinengewehr? Nein! Nee, ich habe gar keine Ahnung davon, to be honest. Das haben sehr viele mit der Sniper angemerkt, ja. Das ist mir ziemlich egal. Mm. Ein Tag im Leben einer Ginger. In letzter Zeit komme ich nicht so viel zum Aufnehmen tatsächlich, weil ich so viel streame.
Und den Rest benutze ich für meine, für dieses Ding. Das nennt sich Freizeit. Richtig ekelhaft. Wenn ich jetzt dann Freizeit haben werde, werde ich wahrscheinlich YouTube-Videos schneiden. Ich will nämlich, glaube ich, ein paar Highlight-Videos aus den letzten Streams schneiden und auf Jinjaovo hochladen. Und das hat wieder mal Priorität im Gegensatz zu Covers. Gerade nicht so viel Zeit, leider. Dead Soul, das freut mich. Wow, Seven Sins, dankeschön für 6 Monate. Dankeschön. Dankeschön. Alter, Ginger cuttet Videos? Ey, jetzt tu nicht so. Als hätte ich das noch nie gemacht. Ich hab ziemlich viele Videos auf meinem Kanal selbst geschnitten. Also nicht ziemlich viele, aber viele. zum Stream. Habe ich keine Zeit zum Stream gesagt? Zum Singen habe ich keine Zeit. Zu meinen Covers arbeiten. Weil ich so viel am Streamen bin. Timschen, dankeschön für 21 Monate. Lies das richtig. Ich freue mich auf über von dir geschnittene Videos. Ja, ist gut. Dankeschön. Kann mich an das lila Layout erinnern? An meinen Stream-Layout oder wie? Bang, ba, bam. Aber schön, ey, dass ihr hier seid. Seven Sins. Großartiges, niedliches Bergziehlein, Mann. Dankeschön und Timschen. Schön, dass ihr alle hier seid. Auch um die Uhrzeit noch. Oh, das ist nicht selbstverständlich. Das mit der Facecam? Ich weiß leider tatsächlich nicht, was du meinst. Also for real jetzt. Aber ist okay. Dun, 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 dun. Ginger Time. Time, time, time. Time, time. Algard, bist du eigentlich noch da? Ich bin gerade tatsächlich so ein bisschen sad wegen meinem Scheißberg. Ich bin sad. I mean, das hier ist trotzdem natürlich keiner entspannt. Ich mag auch das hier abzubauen, aber ja, ich bin noch da. Wie lange brauchst du denn, um so einen Berg zu bauen oder zu designen in dem Sinne? Und wie schlecht muss ich mich fühlen, wenn du das machst? Was kann ich überhaupt für dich tun dann? Oh. Ich muss um 5 aufstehen, also reicht es um 0 zu schlafen. Fuck, habe ich nicht gesagt, ich wollte irgendwie baden gehen heute? Oh damn. Warum wollte ich schlafen? Ich wollte mir noch ein Spitzhäckelchen. Eins hole ich mir noch. Eine noch. Eine noch. Ich muss den Shit hier mal abbauen. Dum, 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 dum. Oh nein, Hampelmänner! Okay, das macht wieder wach, I guess. Hampelmann-Zeit! Ich geh runter. Hampelmann-Zeit! Oh, ich war heute im Fitti. Oh, meine Beine. Okay, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warte mal, wenn ich das hier mache, sieht er mich da? Hallo? Der mich dann hüpfen? Ah. 1, 2! Nein, tut er nicht. At least I tried. Das wäre lustig gewesen. Oh. Ich muss erstmal selbst schauen, wie ich
wie gut ich einen Berg hinbekommen habe, das lange nicht mehr gemacht. Okay. Okay, I see. Weil was ich eigentlich machen möchte in diesem Berg hier. Halasekoris, falls ich noch nicht Hallo gesagt habe. Ist hier so. Also hier ist ja mein Treppchen. Und ich möchte gern, dass das hier innen. Dass ich hier innen meinen Berg weiterbaue. Und hier oben, ich weiß gar nicht, wie viel Platz ich da eigentlich für brauche, also wie hoch er eigentlich noch sein muss. Aber ich hätte jetzt gedacht, hier oben oder irgendwo reicht, dass ich das dann hier runterhängen lasse. Das Teil, was ich da links gemacht habe. Und das geht halt innen auch noch weiter. Also innen führt das dann wahrscheinlich in so einen großen Saal oder sowas, hätte ich gemacht. Irgendwas Rundes. Denn dieses runde Teil führt ja dann auch nochmal nach unten, weil hier ist ja unterkellert. Hier ist ja eine riesige. Hier unten ist ja so eine riesige. Okay. Willst du das bitte nicht wegwerfen? So eine riesige Höhle. Die will ich ja später mit Lava auffüllen und dort dann wiederum auch nochmal so eine Kuppel reinmachen, die über der Lava hängt. Das war so irgendwie mein Plan für das ganze Ding hier. Ja, aber es sieht halt von außen hier halt echt scheiße aus. Weil ich kann euch ja meine ganzen Ref-Bilder dazu nochmal zeigen. Moment. Also meine Refs, die ich zusammengesammelt hatte als Ideen. Und die wollte ich alle so irgendwie umsetzen. Chaos Pro, gute Nacht dir. Alle Mama. Hä, habe ich die nicht mehr? Nein. Oh nein, ich habe das nicht gelöscht, oder? Okay, ich habe das hier noch. Das hier meinte ich, das kommt nach unten und das, was da Wasser ist, das fülle ich mit Lava auf. Das geht richtig gut in der Höhle da unten. Gut, ich habe hier noch eine Ref, aber die habe ich, glaube ich, nicht unbedingt umgesetzt. Wo ist denn irgendwie meine Kreisref? Ich glaube, die habe ich gelöscht. Naja, ich habe auch noch so ein Bild gefunden, wo man quasi einfach nur so ein rundes Fenster in den Berg reinbaut. Und das wäre hier bei mir. Ja. Yes. Kommt auf den Berg auch noch ein riesiger Baum? Nein. Nein. Ich glaube, die Lava würde das Holz flambieren. Nee, wir nehmen dieses Holz, das nicht brennen kann. Dafür. Selten so einen comfy Ginger-Stream erlebt. Oh, das freut mich. Yeah. Aber lange kann ich, glaube ich, nicht mehr machen. Wow. Panda Astora, danke schön für 8 Monate. Danke schön. Ich muss zwar zum Glück nicht früh raus. Ach, ein bisschen kann ich noch. Bisschen Minecraft noch. Niederholz. Das rote oder türkise Holz aus der Hölle. Ja, wenn dann natürlich rot. Wenn dann rot. Ich brauche doch irgendwas, was. Also ich fand das halt schön, weil das connectet so richtig. Meinen Charakter. Weil von außen bin ich eine Bergziege, deswegen mein schöner Berg. Ja, mein Bergbauten, außerdem liebe ich Bergbauten. Und hier unten, tief im Inneren, ist ein heißer, flüssiger Lavakern. Das ist einfach mein Zuhause. Ja, keine Ahnung, ich fand irgendwie, das passt. Ich fand die Ideen gut. Diese Lore, sie bläst mich weg. Nee, ich hatte einfach nur, das ist irgendwie das. Das war irgendwie das, ja. So irgendwie, wo ich mir dachte, boah, das klingt doch nach einer coolen Idee. Guck mal. Ein bisschen kann ich noch. Nur ein bisschen Minecraft. 6 Stunden später, upsi. Ein Hoch auf Urlaub. Oh, Seelentrenner, Lialöchen, na? Machen hier gerade Late-Night-Minecraft-Gebastel. Ja! Tom schreit erstmal im Hintergrund. Keine Ahnung, was passiert ist. Und in dir drin ist Blut. Deswegen rot. Yay. Nee. Nein. Oh Mann, ey.
hatte als Kind immer Angst vor diesem Gas. Ich habe bis heute immer noch Angst vor jeglichen Gegnern in Minecraft. Das hat sich nicht geändert. Bom so, yeah! Freut sich einfach mega. Wait, in dir drin ist kein Blut, Leute. Ich bin ein Dämon. In mir ist kein Blut. Mein letztes Lavabad ging nicht so gut mit mir aus. Doch, super. Das wird toll. Das wird großartig. Durch die Wände, der Sound ist auch immer creepy. Ja! Das macht mich voll nervös. Tom fühlt den Tarkov-Loot. Ich weiß es nicht, was genau bei ihm abgeht. Die Gas sind Katzen von den Entwicklern. Yes, I knew that. Ich finde, die klingen aber auch irgendwie wie Katzen. Also das hört man auch. Also wenn man selbst eine Katze hat zumindest. Die machen auch so Gurr-Geräusche und sowas. Und es passt einfach. Stattdessen... Hä? Wow, Sekuris, danke für 100 Biddies. Dankeschön. Warum? Aber dankeschön. Haben Dämonen nicht Dämonenblut? Nein, ich bin einfach leer. Tot und leer. Es klang wie ein verzerrtes, gruseliges Hilf mir. Das klingt wie etwas, das sich auch wirklich nur Kinder ausdenken, oder? Hollow Jonsch. Ja, Hollow Jonsch. La 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 la. Und ich muss ja eigentlich... Ich baue das hier so unordentlich ab, ne? Das ist so schlimm. Meine Gedanken sind mysteriös und komplex. Oh! Wow. Spieler gefunden! Dankeschön für 20 Monate! Dankeschön! Ich habe eher Angst, dass der Gast mein Portal ausmacht, wenn ich kein Feuerzeug habe. Oh ja. Allgemein habe ich immer Angst. Ich lebe immer in dieser Angst, dass irgendein Monster mich in einem ganz dummen Moment umbringt. Oder ein Creeper kommt und mein Leben zerstört und meine Bauten. Alles, was mir lieb, was mir lieb ist. Hiya! Oh, genau falsch. Habe ich noch Platz überhaupt für den ganzen, das ganze Stein? Den ganzen Stein? Ja, solltet RP-Aspekte auf dem Server haben. Ginger hat Feuerrüssi. Mona bekommt keinen Fallschaden und Nachtsicht. Skelette haben Angst vor Luni. Und Finn hat Wasseratmung und Gunst des Delfins. Das klingt ehrlich gesagt voll cool. Das klingt voll geil. Oh, ich soll gerade sitzen. Okay, sitz gerade. Gerade sitzen. Let's go. Let's go. Ich dachte gerade, da steht ein Schneemann. War sehr irritiert. Okay, doch, ich mache noch eine. Okay, eine noch. Ich habe mir zwar so gesagt, wenn die leer ist, hören wir den Stream auf. Nein, nein, nein. Eine noch. Eine noch. Eine noch. Oh, damn. Dim, dim, dim. Nur noch eine Spitzhacke. Eine noch. Oh, ihr seid zwinkern. Wow. Oh, Corvinus. Oh, Corvinus. Hallo. Hallo. Ja, ich hoffe, das war genug. Sounds von den Wächtern, von den Schweinen, diesen Piggies oder wie? La 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 la. Eine noch. Leute, nein, wirklich jetzt. Ich mache wirklich nur noch eine. Stream kann ja nicht ewig laufen, ne? Warum läuft jetzt eigentlich
Animal Crossing Musik. Die läuft auch schon seit 50 Minuten. What has my life become? Ich merke das nicht mal. Seit 50 Minuten schon. Oh. I mean, ich habe nichts gegen die Minecraft Musik, aber... Hä? Ich hatte das andere doch on loop. Wo kommt die her? Und ich merke das erst jetzt. Darauf freue ich mich in Zelda Tears of the Kingdom. Wir machen gleich aus. Oh, ein Pferd! Alter, Tears of the Kingdom wird so gesuchtet, Leute, ne? Ach du Scheiße. Das wird richtig schön ungesund. Ich freue mich. Das wird ungesund. Ich freue mich da drauf. Dum, dum, da, dum. Da, dum, dum, da, dum, dum. War nie richtig im Minecraft-Hype. Boah, weiß ich nicht. Bei mir kommt es jetzt erst, seitdem ich das im Stream mache, weil ich bemerke, dass ich doch Dinge bauen kann. Zumindest, wenn ich eine Vorlage habe. Und dieses Gefühl, irgendwas Schönes gebaut zu haben, macht mich so unfassbar glücklich. Also die Atmosphäre in Minecraft und so habe ich schon immer geliebt. Und das an sich fand ich schon immer entspannend und schön. Cozy und nice. Aber... Hast du den Händler angebunden? Nein. Ein Zwinkern? Oh, ich habe schon gezwinkert gerade. Sehr lange und sehr gut. Früher gerne Garten in Minecraft gebaut mit Wasser. Gärten mit Wasserfällen und so. Oh, das klingt voll schön, actually. Das klingt echt hübsch. Irgendwie das Gefühl, das wird so dunkel hier. Ich werde gleich von irgendwas gefressen. Ein Händler, ich muss kurz schauen, was der tauscht. Bist du online? Mona, spielst du hier gerade eigentlich? Auch, oder? Wo ist der hin? Der ist unsichtbar. Noch nicht? Mona gleich so, hallo, here I am. Guck mal. Leuchtstein. Leuchtstein. Hä? Ist das nicht voll nice? Damit kann man doch voll die nicen Bauten machen oder so. Oder nicht? Tab drücken. Nee, bei mir ist es ja nicht mehr Tab. Tab ist mein Inventar. Ich habe ja die Dinger getauscht. Oh. Das ist doch eigentlich nicht schlecht, oder? Oh, oh, oh. Hey, warum? Damit why? Zum Glück habe ich gerade in den Chat geguckt, sonst wäre es wieder... Ihr seid in letzter Zeit, kriegt ihr... Also, Sound Alerts sind am Rumspacken heute. Das ist ein bisschen schwierig. Oh, oh, oh. Glowstone ist doch ziemlich cool, oder? Vielleicht kaufe ich mir da direkt ein paar von. Damit, danke schön für deine Biddies. Ich glaube, heute ist wirklich irgendwas mit Twitch falsch, oder? Aua! Hey, warum denn der Bonk? Wer würde denn mit Sound Alerts ärgern? Niemand, bestimmt nicht. Oh Gott, oh Gott. Tschüss, Spinni, Spinni, Spinni. Ah! Oh, kann gar nicht so schnell meine Spitzhacke immer wieder holen. Weh. Screenshot gespeichert dazwischen, weil ich mich verdrückt habe. Lieber aus dem Nether. Aber du kriegst doch nur diesen Staub davon, oder nicht? Vielleicht ist Twitch etwas down. Nightbot hatte freien Tag und dann hattest du noch den Link zu Finn Sound Alerts drin. Abenteuerlicher Tag. Ja!
Nee, ich glaube aber wirklich, Twitch ist irgendwie ein bisschen... Oh, ich soll ein bisschen wiggeln. Okay, Leute, es ist Wiggle-Zeit. Ich wiggle sowas von. Ich bin euch heute sowas von am Wiggeln. Oh mein Gott, I do. I will do the wiggle. The wiggle jiggle. The wiggle jiggle. Wiggle, 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 wiggle. Mwah, 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 mwah. Hallo, hallo, hallo. Und jetzt so. Ich wiggle mit meinem Schwanz. Ich wiggle, weil ich kann's. Ich wiggle mit meinem Schwanz. La 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 la. Yeah, yeah, yeah. Au! Warum? Hey! So, weg mit den Flüglis. Oh. Rainbow Tofu Tierchen, dankeschön, dankeschön, dankeschön für 14 Monate. Dankeschön. Ich wiggle auch immer mit meinem Schwanz. Schwierig. Schwierig, sag ich da. Wenn ich mit meinem Schwanz wiggle, kriege ich immer Ärger. Ja, ich sag ja, schwierig. Schwierig, die Sau, Leute. Ist doch okay. Ach, aus 4 Staub kann man einen Glowstone machen. Ich lerne... Au, au, au. Ich lerne immer wieder was. Was ist mein eigenes Lieblingscover? Muss die Frage... du musst die Frage präziser stellen. Denn ich habe, glaube ich, kein einziges Cover, bei dem ich mit allen Bestandteilen des Covers gleich zufrieden bin. Also, dass ich so ein Cover habe, oh, Videos, geil, gesangliche Leistung, top, Text, absolut unverbesserlich. Was gibt's noch? Ich glaube, das sind die Hauptpunkte, ja. Mix, ja. Absolut geiler Mix da drin. Aber gut, den Mix, den mache ich ja nicht selbst. Oh, Hanai! Hallihallöchen! Schön, dass du reinschaust. Hallo! Sorry, liegt an der Uhrzeit. Hätte ich jetzt auch gesagt. Mm-hmm. Twitch ist laggy heute. Ich habe auch das Gefühl, Twitch ist einfach tot heute. Warum? Mm-hmm. Tja, Leute, das war jetzt meine letzte Spitzhacke. Oh, 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 Seven Sins, no! Why? No, no, no. Nein. No Subbies jetzt. Dankeschön, dankeschön für 2 Subgifts. Boah. Wenn ich sagen müsste, Red Hat. Ich mag Red Hat auch sehr gerne, aber ihr müsst halt mir sagen, mir spezifizieren mit was. Ich mag eigentlich alle meine Covers irgendwie gerne, sonst hätte ich sie nicht veröffentlicht, aber... ja... Was dir erstes verpasst, das tust du. Hast du, ja. Oh, nee, keine Subbies mehr. Ich glaube, wir müssen jetzt aufhören. Ich will meine Mandeln essen. Ich will mich aufs Sofa chillen, meine Mandeln essen und vielleicht noch baden oder so. Es ist langsam echt spät. Wow, vielleicht kürze ich den Part mit auf dem Sofa chillen. Subbies, nein! Allein, danke schön für 7 Monate. Nein! Oh, danke schön. Au, was soll denn das jetzt? Seven Sins, danke für deinen Subgift. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Und jetzt die nächste Stunde Stein mit der Hand kloppen. Nein! Musst auch noch Sport machen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Nein! Nein, nein, nein! Zekoris, nein! Stopp, stopp, ich höre auf. Hallo? Hallo? Au, au. Ich bin wirklich von allen Ecken beworfen. Live train again. Not the hype, nein! Seven Sins, danke schön nochmal für 2 Subbies. Und Domit, danke für dein Sub. Und Musikmax, danke schön für 8 Monate. Guten Abend. Und Sekurist, nein! 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 Warum denn? Warum denn dieser? Nein, ich Abschlusshype. Okay, warte.